Die Folge heute wird präsentiert von Luke's Hard Seltzer. Was ist Hard Seltzer? Zuerst einmal bin ich mega happy, dass es das jetzt gibt in der Schweiz, weil ich habe das in den USA kennengelernt. Ich glaube 2017 habe ich das erste Mal gesehen und dann bin ich im 19 wieder gesehen und dort haben das alle getrunken. Also es ist wirklich so das Trendgetränk aus den USA. Vor allem so nach dem Arbeiten. Klassiker, es ist so ein bisschen für mich noch meine Meinung nach eine bessere Alternative zu Bier, weil ich persönlich wird mir jetzt auch sehen in der heutigen Folge, falls man es schaut, ich bin kein großer Biertrinker. Ja? Nicht mein Ding. Alkopops, zu viel Zucker, drum Hard Seltzer. Weil was ist das? Das ist Mineralwasser mit Garalkohol. Und einen guten Geschmack. Also in dem Fall, Luke's hat vier verschiedene. Citrus Lime ist einer davon. Cherry, den habe ich sehr, sehr gern. Mango und Pink Grapefruit. Weil, schmeckt gut, aber nicht ganz so süß. Und ja, auch noch ein bisschen alkoholisch. Das ist ja immer gut. 5%, also tipptopp. Und Luke's Hard Seltzer ist der momentan grösste Vertreter in der Schweiz. Mit seinen vier Geschmacksrichtungen gibt es. Zum Beispiel im Denner, dort hole ich viel, im Spar und sonst noch ein paar Händler. Also unbedingt sich mal eins ziehen. Und weitere Infos gibt es auf Instagram, at Luke's Hard Seltzer, LukeshardSeltzer. Ich muss dazu sagen, gefühlt bis vor 4 Jahren habe ich noch etwas Bumsen geredet. Also, oh, jetzt nicht mehr? Nein, jetzt rede ich ab und zu noch über Kids vor 200. Ich finde, dieses neue Programm ist sehr tiefgründig und gut. Bumsen kommt fast nicht mehr vor. Nein. Aber warum ist denn tiefgründig? Krebsvorsorge. Er kann es nicht lassen. So, ich hole noch ein bisschen. Krebsvorsorge. Du musst erzählen, wo du die dürfen wir spoilern, um was es in deinem Programm so ein bisschen geht? Ja, das um Comedy. Er hat so eine Nummer, wo er über Hodenkrebs redet und wie er bei der Vorsorge ist. Und dann, wo er es in Rappi gespielt hat, im Zack, sagt so einer: Nein, so ist es im Fall nicht. Ich bin das auch schon untersuchen und so. Und dann hat es einfach etwa für 20 Minuten einen Dialog zwischen euch zwei gegeben. Aber huere lustig. Ja, ne? Ja. Und dann hat er erzählt, wie man Hodenkrebs herausfindet. Ja, ist schon wichtig. Kannst du es gerade sagen an dieser Stelle? Vor allem Hörer. Oder Zuhörerinnen mit Hoden. Ja, schwätzt mit der. Ja, du hast nicht so schon vorgegeben, Gender. Es kann ja sein, dass. Ja, das meine ich. Anja gesagt, ja. Schwätzt mit Hausärztin oder Hausarzt. Und eben lernt euch untersuchen. Ist wirklich wichtig. Kannst du selber etwas anmerken. Darum gibt es ja im November. Ja. Ja, das eben mit so Selbstdiagnosen und so, das bringt eigentlich fast nichts. Ja. Okay. Also, meine bescheidene Erfahrung. Ja. Im Gegenteil, ich bin so eine. Ich weiß nicht, ich bin nicht immer Hypochonder gesehen, aber irgendwann bin ich so ein bisschen stärker geworden. Ja. Deswegen so, komm, bist du 30, hast du das Gefühl, ja, genau, ja, dann jede ich Beschwerde hast du. Oder weil ich mein so linken, du stirbst jetzt linken Körper ja nicht mehr spüren. Ja, nein, dann im Fall wirklich, weil ich sage, so ab 29 ist bei mir so gewesen, sobald ich spüre. Ja, mach's noch ein bisschen spezifischer. Nicht 30. Vor 30 ist bei mir angefangen, so 29, so die erste kleine Sache, die ich kann, und bin sofort zum Arzt. Sofort. Tut mein Arschbacken weh, ich gehe. Das ist schon ein Grund, Alter. Ja. Jetzt hole ich es raus. Ja, für was zahle ich ein Jahr? Ja, eben. Darum ist der Charlie auch jeden Tag beim Arzt, weil er hat immer irgendwie weh. Nein, also jede Woche. Dafür weiss ich, ich bin gesund und ich brauche Zink. Voll. Mm. Ah, was bringt Zink? Irgendetwas mit Knochen, weiß so nicht. Ja, Knochen, Haar, Nägel und so. Ja, der sagt mir einfach, ich brauche so Dichte oder so, von Knochen oder was? Ja. Ich nehme das Omega 3. Ja, das habe ich auch gehört. Mhm. Was? Wäre auch cool. Omega 3. Ah, Fischöl. Also Zink tut vor allem die Abwehrkraft stärken. Ist nicht Vitamin D?
Das braucht man bei Corona, habe ich jetzt im Buch gelesen. Ja, genau. Ist schöne Phase. Ja. Ne? Aber Vitamin D macht die Brüner. Ich sehe den Move. Macht die Brüner, ja. Mensch, hat der Trump einen sehr hohen. Nein, ich habe es im Fall nicht bei mir gemerkt. Was macht die Brüner, sorry? Ja, Vitamin D macht die dunkler. Ja, aber das ist ja logisch, das kannst du ja nur mit Sonne synthetisieren. Ja, ich habe wirklich, wenn du... Kannst du auch nicht? Ah, ja. Nein, wirklich, ich bin wirklich dunkel geworden. Krass. Ja, nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, so, what the fuck? Ich sehe aus als einer, der aus Somalia kommt, oder so. Nice and black, motherfuckers. Okay. Ich weiß noch, wo wir in L.A. gesehen sind, so nach 3 Wochen. Bro, ich bin so schwarz. Ich bin schwarz. Ich finde es mega lustig. Alle weißen Leute wollen brauner werden, alle schwarzen Leute wollen nicht zu schwarz werden. Es ist mega umgekehrt. Gut, ganz extrem ist zum Beispiel ja in, also sicher in Thailand, aber wahrscheinlich auch noch in einem anderen Ort von Südostasien. Ja, wo sie wollen weiss werden. Ja. Die Klasse. Ja, Japan ist glaube ich so, oder? Nein, aber in Thailand, zum Beispiel in Thailand, siehst du auch immer bei so Werbung und so, sehen die Leute extrem hellhütig aus. Und sie haben also so eine Creme, die eben noch wo extra aufhellen. Genau. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich simpel, nämlich wie bei uns früher, dass eigentlich Wohlstand zeigt, dass du heller bist, weil du nicht draußen musst arbeiten in der Sonne. Genau. Oder? Ja, aber zum Beispiel in Basel, ja. Fun Fact, sind die geilen Häuser, sind alle im Schatten am Rhein. Mm. Sind auf der falschen Seite sozusagen. Aha. Jetzt würdest du natürlich unbedingt eine Sonnenwelle. Damals ist die alten krass. Schicken Häuser sind auf der Schattenseite gebaut worden, am Schattenhang eigentlich. Es ist ja krass, wie so ein Statussymbol, von wo das alles kommt und so. Ja, aber weißt, dass du so einen Garten hast, sorry, ist auch nur so dass eben so mit Gras, weißt du, ein Garten mit Gras ist so gewesen, logisch an Land, aber ich brauche es nicht zum Mais machen wie ihr Loser. Ich habe genug zu essen. Ich mache Gras, mir ist scheißegal. Also, einfach etwas Unnützliches. Und das war dein Status gewesen. Und von dort haben wir es halt. Ja, das stimmt, das ist wirklich so. Und ich finde es auch krass, wie sich das eben geändert hat. Und ich habe auch Schwierigkeiten, eben, wenn ich jetzt weggehe in die Ferien mit Freunden und die wollen alle am Strand sonnen. Ja, das ist ein richtiges Problem. Wieso? Ja, wie ich immer sage, ich spüre jetzt viel mehr, sage ich brauche das nicht. Ah, okay. Du hast noch nie in Schwarzen am Strand sonnen. Außer der will dir etwas verkaufen. Aber sonst hast du noch nie in Schwarzen einfach am Strand sonnen. Ich habe das noch nie gesehen. Und deswegen habe ich auch, ich finde es hure lustig, dass Leute einfach brüner werden. Ich finde das Konzept Sünnele auch mega bescheuert. Es ist echt, ich finde das geil. Es ist so bescheuert. Ist das durch? Macht man das? Ich finde doch, ja. Du kannst so wirklich Gesellschaftsschicht anschauen, die sich noch brünt und ins Solarium geht. Und ich kann nur sagen, sind die viel Schlösschen trinken? Solarium ist sicher nicht mehr in. Ja. Aber sonnen und einfach in die Sonne legen, das ist immer noch sehr, das brauchst du ja nach dem Winter, dass du wieder in Stimmung kommst. Also weißt, nicht zum... Bist du so einer, der du vorbrühnen, bevor ich in die Ferien gehe? Jetzt kennst du das? Nein, jetzt kann ich nicht. Erzähl mir mehr. Ist man früher mal ein Solarium oder hat sich so eine Lampe gekauft, wo man dann daheim aufgestellt hat mit so einer komischen Alufolie? Ah, das ist so, ja. Die Großmutter hat gesagt, ich muss mich nicht vorbrühnen. Geil, Alter. Die Großmutter hat gesagt, aber nicht zum Vorbrühnen, sondern einfach... Ja, ich wirklich eine Stimmung so fest. Das gibt es auch als Antidepressiv-Dings in den nordischen Ländern. Ich finde das einfach so weird. Du gehst extra an einen Ort her, um einfach dort zu liegen. Also für mich ist es weird, obwohl du könntest Jetski fahren, du könntest Sachen sehen, aber du liest einfach ein paar Stunden. Für mich ist das immer so ein Zyklus. Also wenn du in Kroatien am Meer bist, gehst du hin, gehst du baden, ein bisschen tauchen, alles machen und so. Und dann hängst du soundloser und dann weißt du, hast du ein bisschen Vitamin D und so Zeug, dass du jetzt die Pillen nicht nehmen musst. Und dann gehst du wieder ins Wasser und dann bist du verdammt rot und wunderst dich, scheiße, wieso bin ich rot? Ah ja, ich hätte mich so liegen können. Aber was ist anstrengend? All das machen oder auf den fucking Pillen nehmen? Nein, es ist aber anstrengender, also sicher das, aber es ist einfach die Experience, oder? Ja, die Experience. So geil. Das ist echt das Geilste, oder? Ja. Es ist Reise, Mann. Ja, Dings, du hast gesagt, du willst es wieder machen. Ich nehme an, du wärst auch dabei. Was? Ich wollte das ja wieder so Schreibferien machen. Mhm. Wo ich nehme an, gehen. Was für Silat? Du musst auch kommen. Ah, okay, ja, gerne. Ja. Der Selisberg wieder gegangen. Ja, wobei du hast gesagt, du willst nicht mehr dort hin. Ich finde es okay, aber ich würde jetzt eigentlich etwas anderes. Margot, Tessin fände ich geil. Ja, nur weil du bist jetzt die ganze Zeit im Tessin. Was nein, ich bin viermal gewesen im Leben. Eben? Ja, was in deinem Leben? In den letzten 3 Wochen. Die letzten 2 Jahre. Also, seit du jemanden bestimmt kennengelernt hättest, ist die ganze Zeit im Tessin. Ah, so. Ja. Wie eine richtige Küche brodelt, ja.
Ja, ja. Der Tessiner Laubfrosch. Was für ein Exemplar. Bist du schon über die Hängebrücke gelaufen? Die habe ich jetzt in mega vielen Insta-Stories gesehen. Stimmt, die Hängebrücke hat Hängebrücke. Ja, da irgendwie die Tibeter... Wie heisst die Urbrücke? Also, das bevor ist. Wir sind, wer Zaska-Staumur. Ja, die yes, natürlich. Alter! Das ist, du hast den Bungee-Jump gemacht. Nein, oder? Ich bin von bis heute traumatisiert von dem. Ich Jump. Auch? Nein, wirklich. So krass. Nein, wenn. Also wenn, nicht traumatisiert, ich bin auch abgekommen. Pierce Brosnan hat es mega easy genommen. So, ich bin vorbeigelaufen und traumatisiert. Nein. Von der Idee. Ich bin im Fall schon mal vorbeigefahren und ich habe wirklich panische Angst gehabt. Ich konnte nicht her schauen. Ich habe so Schiss. Bist du trotzdem gumpet? Ja, ich bin trotzdem. Er ist gekommen und dann bin ich dort gestanden. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte er automatisch gewonnen. Und schon, wenn er ist gekommen, habe ich ihn angeschaut und gedacht, der ist mega bleich. Das so schlimm kann es nicht sein. Und ich sehe es Gesicht. Boah, so, das sieht schon schlimm aus. Ja, es ist mega schlimm. Hey, wenn ich dort gestanden bin, ich wollte nicht mehr springen. Ich habe gedacht, nein, ich mache das nicht. Und dann schaue ich über, wie er mit dem Handy so. Dann denke ich, Scheiße, ich muss es machen. Und ich schwöre, ich bin gekommen und mit dem bin ich kurz in Ohnmacht gegangen. Du kannst im Video gesehen, wie so. Das sind wie die. Das sind wie die Slingshot Dudes. Ja, genau. Das ist das Geilste. Geil, so, eben so habe ich aussehen. Was ist das, wo du in einer Kugel sitzt? Ja, genau. Ja. Das habe ich einmal gemacht. Ey. Das ist auch der Horror. Ist das schlimm? Ich habe es schlimm gefunden. Aber ist das gar nicht so? So schlimm wie das andere. Fallschirmsprung habe ich auch noch gemacht. Das war nicht so schlimm, gewesen, wie ich gedacht habe. Das macht er ja die ganze Zeit. Ja, du machst die aber Einzelnen. Ich bin ja vorher aber das wird dann schlimmer. Dann weisst du ja, der will nicht sterben, der macht es schon richtig. Ja, nein, es ist etwas anderes, wenn du jemanden hinter dran hast, als wenn du selber rausspringst. Mm, machst du aber allein? Scheiss, jedes Mal. Ja, macht im Fall. Ohne Scheiß. Ja. Jedes Mal. Machen, Alter. Also das Aufgehen finde ich das Schlimmste und der Moment, wo du den Schirm ziehst. Alter. Wie du einfach musst wissen, hoffentlich geht's. Aber wie lange muss man sowas trainieren, bevor man das alleine darf? Trainieren? Du kannst einfach gehen und sagen, ich will mal einen Solosprung machen. Ist das so Möllemann-Style? Nein, du hast ein Funkgerät im Ohr und sie erklärt es dir schon, was du machen musst. Okay. Und dann kommst du und dann sagst du dir, und dann sagst du dir, wie du sollst lenken. Aber du sollst so in real life? Du sollst schon mental vorbereiten, das ist nicht ohne. Muss ich ehrlich, aber ich finde Bungee-Jumpen viel heftiger. Muss ich ehrlich sagen, ich finde Bungee-Jumpen einfach viel, viel heftiger. Weil du siehst den Boden. Ja, so. Das ist das Krasse. Ja. Nein, das finde ich nicht so. Was mir noch geil ist, wenn du mal Fallschirmspringen machst, so in den Filmen, hast du teilweise so Szenen, wo zwei Leute rauskommen und dann unterhalten sich in der Luft und es ist fast so laut. Du kannst nur so schreien, du kannst nichts. Und du schreist für zwei, drei Sekunden und merkst, fuck, mein ganzes Maul ist trocken. Weißt du, wie so, wenn ich so ein Dyson und so ein Laubbläser über mein Gesicht in der Puste. Krass. Ja. Das ist nur der Sprung, aber... Ja. Das ist mega cool, jetzt ein Video im Podcast. Ja, das tun wir gleich einblenden. Ach so, okay. Oder kannst du es beschreiben? Ja, beschreib mal. Nein, wir tun es dann einblenden. Ich zeige es euch gerade. Ich will eigentlich... Ich will das andere finden. What? Ich will das andere finden, wo ich hier und her geschnitten habe zwischen mir und meinem Vater. Du bist gesprungen. Mein Vater, da ist immer noch sehr stolz drauf. Ja, wäre ich auch. Mein Vater ist... angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber der erste nach 007, wo von der Verzaska Staumur kommt. Was kommerziell war es dann quasi? Sie haben es kommerziell gemacht und irgendwie eine grosse Aktion mit dem Blick und seiner Sendung damals und la, haben sie dann irgendwie ihn quasi als erste springen lassen und das medial ausgeschlachtet und in der Sendung haben sie es noch gebracht, haben sie irgendeinen Wettbewerb gemacht und so weiter und so fort. Und dort ist er zweimal gesprungen. Dann hat er es halt lange nicht mehr gemacht. Und danach hat er, glaube ich, uns gesehen und hat gefunden, ja, könnte ich wieder mal machen. Er ist dreimal mittlerweile. Ja, also, er ist zweimal am gleichen Tag gesprungen und dann irgendwann nochmal. Ja. Boah, nein. Ich habe oft so Videos gesehen, wo jemand Bungee-Jumping macht, über irgendeine Klippe oder so, wo dann am Schluss der Kopf geht noch so ins Wasser rein. Das ist so Zeug. Es ist sicher geil, wenn du es machst, aber die Vorstellung für mich in meinem Kopf, nein. Weil du siehst einfach den Boden hoch, dann bremst es ab, aber immer noch mega schnell, dann gehst du ins Wasser. Du musst aber, also ich würde niemals, also ich kann gar nicht so gut rechnen, Alter. Also weißt, ich bin so scheiße in Mathe, dass du es falsch berechnest. Es gibt doch irgend so ein...
Urwaldvolk, wo ja. die Jungs dann müssen, so in Madagaskar. Ist das in Madagaskar? Nein, das ist in Madagaskar, ja. Wo sie dann müssen, so einen Turm bauen und alles. Und einfach aber ja. Nein. Aber sind... also, du bist noch ein bisschen abgehängt. Ja, aber so ein ist voll drauf. Ja. Und es gibt mir hure viel, wo es halt einfach nachher nicht mehr richtig laufen können und so. Weil ja. es schaffen nicht alle. Ja. Ja. Nein, und vor allem, du weißt auch nicht, wie lang das Seil muss eigentlich sein. Du siehst einfach Leute, die kommen dort und dann stehen sie auf. Ja, genau. Nein. Ja, Angst vor so Zeug. Aber auch das Geile daran, was wir auch eine Stunde gemacht haben, wir sind in einem Flugzeug gehockt und er hat so Akrobatik gemacht. Wow, das ist ja geil. Ganz schlimm. Du hast dem sein Gesicht gesehen beim Looping. So geil. Das eine und in Ohnmacht am Käse. Es gibt doch dann die paar Sekunden, wo du so schwerelos bist. Ja. Das ist so unangenehm, wenn du dich in den Mageninhalt ja, so. Spürst, wo irgendwo ja, so ja. in der Mitte ja. ist. Das ist richtig nein, das geht gar nicht. Hast du es schon mal gefunden? Oder? Bist du immer noch am Suchen? Was siehst du genau? Ich finde verschiedene Sachen, wo ich nicht weiss, ob sie irgendwas sollen. Gerade muss man viele Entscheidungen bereuen. Du siehst das Gesicht, also. Hey, der doppelte Jackie hätte nicht zu reden. Aber ich weiß jetzt, wo ich muss annehmen, um es wieder zu finden. So, das bringt schon mal was. Das ist auch schon schön, ja. Gell? Hast du aber noch nie gemacht? Bist du nicht Bungee-Jumpen? Nein, Alter. Nichts Extremes, nichts für dich? Nein. Also ich muss sagen, ich bin nach Go-Kart fahren auf dem Balkan, habe ich gedacht, ich mache nie mehr so etwas. Das langt mir. Wieso, du weißt du was? Ganz crazy Ding. Ja, ich dachte, ich komme einfach mal ein bisschen einfach in einem balkanischen Land. Ich will jetzt auch niemand schwarz malen, vor allem, weil es in allen Ländern genau gleich ist. Auf so einem Basketballplatz. Du siehst schon, genau, das ist einfach ein Basketballplatz. Ein paar Reifen aufgestellt. Und du kommst so als gutgläubiger Schweizer. Weil ich bin ein Schweizer, so. Ich erwarte, da ist eine Kasse und ein Siech, der weiss und so Zeug. So, hey. Komm ich an und sitze die Leute und die sagen, sitzt du uns, du Loser und so. Dann darf ich da Go-Kart fahren? Dann sage ich, ja, schau mit dem. Schickt er dich über, der schickt dich zu dem und du musst dann so, hey, bitte darf ich euch mein Geld geben? Ich würde gerne mal Go-Kart fahren. Dann gibst du dir Geld und das Teil ist viel zu schnell für das, was du weißt. Es ist ein Basketballplatz mit einem Reifen und so. Und du bist quasi schon im Mario Kart, hast schon den grossen Pilz vor. Ja, du bist einfach viel zu schnell, Alter. Kannst du dir die Kurve, du bist einfach Radbomb. Ein Kollege tut mich heute noch, liebe Grüße, Neka, tut mich heute noch, schießt mich zusammen, weil ich ihn so checkt. Und er ist so ein Reifen über den Kopf gehetzt und er ist weitergefahren. Und er hat gesagt, du hast mich fast umgebracht, Alter. Und nachher ist der ganze Abend immer voll im Arsch, weil er sagt mir, ich hätte ihn umbringen. Und das war einmal gewesen, und das andere Mal war einfach der Go-Kart so, gewesen, dass der Auspuff nicht weg von dir ist, sondern der Auspuff ist einfach voll an meinen Ellbogen. Also. Und ich bin so 30 Minuten, das ist eine Tür auch dort. Ich fahre so 20 Minuten mit irgendwie 50, also verdammt schnell, Alter. Ich bin so 9, voll traumatisiert, also voll am Zittern immer noch. Und dann habe ich so eine riesen Brandwunde, Alter. Oh, und dann dachte ich, ich mache nie mehr so einen Scheiß, Alter. Oh nein. Drum, du, ich bin so ein bisschen... Aber eben drauf. Du verletzt dich mehr beim Go-Kart fahren. Ja. Wer das geht, Bungee-Jumpen. Die haben noch nie einen Unfall gehabt. Das ist das sicherste. Das glaube ich auch. Du verletzt dich 100 pro mehr dort. Ja. Wir sind auch mal für ein Polter-Weekend in Warschau habe ich Paintball gemietet. Das ist ja geil. Und die haben dich richtig verarscht, weil sie haben gesagt: Biggest Indoor Arena in Europe und was weiß ich. Und dann fahrst du wirklich mit so einem kleinen Lastwagen. Fahrst du so ein bisschen außerhalb von Warschau. Und auf ein verlassenes Haus. Und da haben sie auf dem einen Raum gefunden. Ja, da tun wir jetzt noch 5 Holzblachen an, machen ein Fenster drin, Business. Ganz am Schluss ein Netz, fertig. Geil. Das muss lange. Geil. Ja. Aber hat es Spaß gemacht? Ja, ich finde Paintball immer okay. Es ist nicht mein Lieblings. Ich muss sagen, der Spaß. Ich finde es noch. Schau, jetzt habe ich ein anderes Video gefunden. Jetski, was erzählst du noch? Der Unterschied zwischen meinem Vater und mir beim Bungee Jumpen. Look, wie cool er auch begleitet. Ah!
geil, die Bewegungen mit den Armen. Nein, bei mir kommst du wirklich. Nein, muss ich auch suchen. Aber Jetski? In Kroatien? Wenn sie beim Jetski verschabelt, dann hast du das Gefühl, du gehst auf Beton. Ja, hey, das war wirklich nicht ganz ohne. In Kroatien nochmal. Dort war mein schlimmster Jetski-Fahrt. Hast du gehört? Also nur schnell, Disclaimer. Kroatien ist ein super Land. Macht dort Ferien. So, ja. Ihr seid selber schuld, wenn ihr sind wie der Charlie. Das ist, ich bin hergegangen und es ist schnell. Oder also, wenn das sind. Oder wenn das sind wie der Sven und sagen, mit 9 darf ich mal Go-Kart fahren. Bitte! Nein, bei mir ist so, ich komme dort her, wie ist das, Fresh Island Party oder so ist es gesehen. Man geht auch nicht an so Orte, Charles. Wer kennt sie nicht, Fresh Island Party? Und nachher? Gegangen und dann Sirce. Sirce, ja. Sirce ist es. Und dann kommst du an und dann frage ich so, schnell, macht er so. Ja, du fragst aus Zeug, Alter. Es ist doch klar, wie das will. Wie ist, du bist schnell. Kommt was soll er sagen? Nein, es ist schwer langweilig. Ich kauf's nicht. Nein, ich habe gesagt, mit es ist okay. Ich habe gedacht, so schnell kann es doch nicht sein. Also, ich bin draufgestiegen. Mach einfach kurz so, ja, bis dorthin darfst du nicht Vollgas geben und nachher darfst du Gas geben. Und ich mach. Gerade so, wenn es schnell wird, mache ich. Ich bin gerade in der Kurve. Ich bin von kein Witz, zweimal ins Wasser. So, bäh, bäh, und dann rein. Wie so ein Stein. Ey, wie ein Stein. Einfach bäh, bäh, rein. Wie du gesagt, wirklich wie Beton. Wie Beton. Nie, ich habe mich nicht mehr getraut. Und der Jetski sich kaputt lassen. Ja, wenn lassen, du so über eine Welle gehst, eben. Nach einem Land ist, Landisch und du bist in der Kurve. Ja. Oh, nein. Welcher Rapper ist irgendwie fast gestorben? Der ist nicht der DJ Khaled. Er ist doch immer auf dem Jetski, habe ich das Gefühl. Irgendeiner. Hast du das Video von ihm gesehen? Nein, es stimmt so, dass er einen Dicken, einen Unfall gehabt hat. Ja, ein paar Monate im Koma gelegen. Ah, das wird, nein, ich hoffe, also ich weiß nicht. Also, er sieht aus wie ein Jetski. Also, du beschreibst voll den Dicken. Nein, gibt es irgendeinen, der singt und Sean. Schau, okay, ja, ich habe es gefunden. Sean Kingston. Sean Kingston? Ah. Okay, wirklich? Okay. Der ist, glaube ich, fast gestorben. Okay, Jungs, ich habe es gefunden. Beautiful Girl! Ja, okay, da. Aber den musst du verschicken. Schick mir den. K.O. Damit wir den auch einblenden können. Nein. Aber du hast wenigstens eine coole Jetski-Story. Ich muss sagen, das erste Mal, wie ich auf dem Jetski war, ist, weil wir. Jetski gesiegen bin. Wir sind nicht gewesen. Wir sind gesiegen. Jetski. Mit so einer Sitze. Stube. Habe gehört, der Lärm. War groß Alarm gesehen. So ein Alarm. Er ist eine Legende, Mann. Ich habe übrigens der Zürich geschrieben. Ist gestorben, gell? Nein. Anscheinend. Das sind immer die Urban Legends, die man sich dann erzählt. Ich hoffe es nicht. Bei jedem Meme erzählen sich dann die Leute, ist gestorben. Beim Wee-Man hat man das auch mega lang gesagt, von Jackass. Yeah. Und nachher hat er geklappt, zum Glück, ja. Ist das der Kleine? Ja, ja, genau, ja. Also ich hoffe, es geht ihm gut. Also wirklich, ganz ehrlich. Ja, aber, sorry, bist du auf dem Jetski? Aber meine Jetski ist verdammt pietätslos, Mann. Aber ja, ich glaube, ich muss trotzdem jetzt die Jetski-Story erzählen. Ich konnte nur Jetski fahren, weil wir ein Basketballturnier gewonnen haben, wo wir einfach das Überteam gemacht haben in einem Camp in Kroatien. Und wir haben einfach einen Gucci gehabt. Das heisst, ich und mein holländischer Kollege mit langen Haaren haben auf den gleichen Jetski müssen. Und wir sind 17 und haben voll gemeint, wir sind cool und so. Und es gibt immer noch Bilder, wie ich so fahre und er hebt mich so hin. Und seine Haare sind so im Wind. Hey, wie sehen aus wie die größten Loser? Ich wollte gerade sagen, damals, ich bin zum ersten Mal Jetski gefahren in der Türkei. Und es war sehr teuer und darum haben wir dann auch zu zweit einen gemietet. So und der cool. Kollege musste hinten sitzen. Und es sieht einfach verdammt schwul aus, wenn so ein und einfach das Alter heben. Und wir hätten dann auch noch die Fotos brauchen, wo man vorne gesessen ist. Es ist eine geil hinten zu sitzen. Nein, nein. Das ist gar nicht. Ja. So das Fett am Anlangen vom Kollegen früher. Ja. Bist du auch schon mal in Thailand gesehen? Nein, eben nicht. Nein, leider nicht. Ich würde sehr gerne gehen. In Thailand haben wir das Gleiche gemacht halt mit den Mopeds. Also Mopeds sind ja so sehr, sehr schwach motorisierte Roller sind es trotzdem. Ja. Und dort machst du dann auch zum Teil, sagst, ja, jetzt nehmen wir nicht beide. Ja, ja. Das bringt es ja nicht, oder? Verschwilligt, ne? Mit so 20 km/h bist du auf dem langsamsten Roller, was es gibt.
zweiter. So die zwei gitzigen Touristen. Nur mit dem Helm. Die einzigen Menschen auf der Fahrt. Ja, die haben nie Helm an. Helm an. Das ist wie Kroatien. Wir haben so Rollen gemietet. Fahren umeinander. Irgendwann fragen wir uns so, warum fahrt niemand mit Roller umeinander? Fragen wir so einen Einheimischen. Denke, warum fahren nur wir mit dem Roller? Schaut uns an und sagt, sind ihr wahnsinnig? Wenn ihr sterben? Ja, es ist schon. Das sind nur Touristen, die etwas Doofes machen. Und in Thailand, immer wenn die einen Lastwagen überholt haben, haben sie vorher gehupet, so um dich vorwarnen. Dass jetzt das dann, und ich bin, ja, und ich bin am Anfang verschrickst du. Ja, das ist mega nett, weil Taxis machen es nicht. Ah, wirklich? Ja, komm, ich bin schon auf irgendeiner Insel. Tuk-Tuks machen es nicht. Ja. Also in Bangkok haben wir das... Oh mein Gott. Ja, dort würde ich auch nie mit einer Rolle fahren. Nein, auf irgendwelchen Inseln gewesen. Und zwar, in Bangkok hast du sogar Rollertaxi. Das sind einfach nochmal günstiger als normale Taxis. Also sitzt hinten drauf. Dass du bei einem hinten drauf hockst. Krass. Du musst auf den Helm... Also musst. Du ziehst auf den Helm an, wenn du willst. Wo schon 100 Köpfe hat drin gesessen sind. Und für irgendwie 50 Bart fährt er dir von einem Ort zum anderen. Aber du stirbst. Hat er ein Taxameter? Also das läuft schneller als ich wusste. Das ist nicht die schnellste Route. Nur schnell, Fun Facts, gibt es eine Sendung, ich glaube, bei Kabel 1 oder so. Das ist die deutscheste Sendung, die ich je gesehen habe. Ja, ich weiß nicht, was kommt. Wo irgendein Dude so Vergleich macht, wo wirst du im Urlaub beschissen. Das ist so geil. Ja, das ist so deutsch. Du hast es so beschrieben, Alter. Die Deutschen. Hallo, hier. Eben so in Thailand so. Hallo, hier, ist ein Taxameter. Please run, so Taxameter. Weißes Ritten. Und dann schaut die Kamera so, da wollte der mich bescheißen, du. Hey, 50 Baht Unterschied. Ja, das sind ganze 2 Euro. Oh. Nein, also nur schnell. Das Thailand, ist die geilste Sendung, Alter. Wirklich. Ei oben sind wir in so einem in Viertel, das heißt Patpong. Patpong. Mhm. Und im Patpong hast du so lustige Shows und so. Ja? Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir ins Partyviertel. RCA heißt das, glaube ich. Und zwar wirklich ein Viertel nur Clubs. Und dann gehst du halt so führen und dann hast du irgendwie die Tuk-Tuk-Taxis und die tun sich natürlich immer unterbieten. Und dann sagst du, hey, Moment zum RCA. Und einer sagt 400, der andere sagt 350 und irgendeiner sagt dann 320 und die anderen werden richtig pissy, weil du merkst, dass so ein Preis, der ist nicht okay. Ja, so, okay. Was 320? Sicher nicht. Und wir so, okay, wir gehen mit dir. So, jetzt ist der ohne Scheiß etwa 40 Kilo schwer gewesen und wir halt so im Schnitt 80. Das heißt, du hast hinten 240 Kilo, wo eh schon mehr Räder hast, weil vorne hast du nur ein Rad und 40 Kilogramm Dude. Knapp. Also 40 schon. Oh. Und dann hat er sich einen Spaß daraus gemacht, so fucking Wheelies zu machen, bei jedem Rotlicht. Geil, ja? Krass. Weißt, und wir so, wow, weißt du, schon mega betrunken, so, oh mein Gott, wir sind in Hangover, haha, so, oder? Beim dritten Rotlicht sehe ich halt Scheiß. Wenn er es wieder macht, sehe ich so im Rückspiegel, sehe ich sein Gesicht so. Weil er merkt, es ist, glaube ich, zu viel Gewicht hinter, ich kann das nicht mehr durchziehen. Und wir so, oh shit! Alle so führen geworfen, dass wir dann irgendwann so wieder runterkommen. So, dann fahren wir. Und dann gehen wir so, ohne Scheiß, gehen wir auf die Autobahn mit dem Tuk-Tuk. Gehen auf die Autobahn. Alter, wie schnell fährt der? Nicht schnell. Was? Ja, nicht Autobahn schnell. Nicht Autobahn schnell. So 50, 60, ja. Okay. So eine mega lange Auffahrt. Wirklich, du hast das Gefühl, das ist die längste Auffahrt, was jemals gehört. Und wenn wir die Auffahrt so oft fahren, schaue ich so links und sehe hure viele Leute und so Lichter und so. Da denke ich so, das ist wie Clubs. Und während ich so schaue, schaue ich auch wieder so einen Rückspiegel und mache so. Ich sehe da in die Clubs und dann merkst du, ich glaube, er weiß selber nicht genau, wo man ist. Im Kreis gefahren. Fahrt führen, auf der Autobahn, haltet er an. Alter! Und ich so, what the fuck? Und dann ist auf Taxis links und rechts, wo hupen. Und wir stehen auf der Autobahn. Dann haltet einer an, vor den auch zusammenschießen und er so, jo, Dings. Dieser Fettsack. RCA. Tourist. RCA. Und dann sagt, Ausfahrt Sport. Und dann, okay, legt Rückwärtsgang ein. Und fahrt rückwärts? Und fahrt auf der Autobahn. Alter. Rückwärts. Alter. Wir drehen hinten. Und ich weiß noch, sehr betrunken gesehen. Ich war dabei, gesehen, alles dabei gesehen. Ich sag so, Jungs, das ist der Moment, wo wir sterben. Und ich habe es ernst gemeint. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, irgendein Taxi, irgendein Auto, sieht uns nicht und es ist vorbei.
Und dann ist der ohne Scheiß das ganze Ding oft wieder rückwärts runter, weißt du, ein bisschen auf dem Seitenstreifen und macht ab und zu so. Weißt du, eben zum Vorwarnen, da kommt voll einer rückwärts die Autobahn drauf. Oh mein Gott, das ist ja wir sind so oben, sind wir runter. Und dann hattest du eins links, dann hast du bei Asia gesehen und dann hat er, glaube ich, 400 Wellen. Wir sind, nein, Mann, du hast 320 abgemacht. Und dann so, ja, aber Autobahn ist. Nicht unser Problem! Ich hatte keine Vignette, gehabt, weißt du, und noch Fuß im Nachhinein. Wir haben mal in Thailand am Rezeptionsdude gesagt, wir wollen irgendwo hin, wo wir so richtig geile, gefälschte Sachen können kaufen. Und dann hat er gesagt, oh ja, bestelle ich jemanden. Ich habe das Gefühl, der Satz geht noch komplett. Zeitungen. Und du hast aber gesehen, es hat Licht hinten dran. Dann sind wir dort rein und im Inneren hat es ausgesehen wie so eine Luxusboutique, aber mit all so Brands, die du noch nie gesehen hast. Und dann sagen wir so, ja, quasi das geile Zeug gesagt. Und dann haben sie uns hinten so eine Tür aufgeschlossen. Und dort hast du dann so Louis Vuitton und was weiß ich gehabt. Oh, und es hat alles so beschissen gefälscht. Also wir sind so aus Anstand, sind wir 3 Minuten durchgelaufen, haben sie ein bisschen angeschaut. So, ah, okay, dann sind wir gegangen. Dann ist das Taxi weg gewesen. Und es ist irgendwie so im Industriequartier, so quasi im Schlieren West von Bangkok. Und dann hast du einfach so, es hat so Leute draussen gehabt, auf so kleinen Plastikhocken, die Karten gespielt haben. Das war mega gruselig. Oh, geil. Aber so voll in Louis Vuitton-Kleider. Genau, das sind wir in einem neuen Louis Vuitton. Mit dem Ralph Lauren, der andere Baseballschläger in der Hand hat. Ja, genau. Mit dem neuesten Adi-Pass. Was du gemeint hast, ein Kollege von mir, der sieht nicht so gut aus und hat dann mal erzählt, dass er sich im Hotel hat massieren lassen. Das Intro, Alter. Nein, jetzt kommt es eben. Moment. Ey, wie redest du über uns, wenn wir nicht dabei sind? Eben, Niemand von den Anwesenden. Er ist recht dick und so. Er sieht einfach nicht gut aus. Und dann hat sich dann jemand aufs Zimmer bestellt, zum Massieren. Und dann kommt ja am Schluss so die Frage, ja, sollen wir noch fertig machen und so. Und dann hat er sich noch auf den Rücken gedreht und so. Und da war halt noch extra Dienstleistung dabei gewesen. Und das hat dann schlussendlich 300 Stutz gekostet. Und dann hat er zu uns gesagt, wow, hure billig, Jungs. Oder? Und wir haben uns auch nicht getraut, um zu sagen, ja, Alter, die hat die voll abgezockt für 300 Stutz, hättest du dich heiraten können. Wir haben Schweizer Pass, Fettsacken, dann machen wir mal 300. Nein. Oli, schon gesagt. Pre-Session so. Nein. Er geht davon aus, es kostet einfach. Aber wenn er jetzt. Alter, also, jetzt also, wenn er den Podcast hast. Was? Ich bin grusig. Und ich habe das viel zu und ich kann Du hast gerade schon ein Leben. Oh, shit. Ich will nicht Teil sein von der. Ah, ich mach den. Wir sind schon zu tief drin. Ja, nein, das ist wirklich. Erzähl mir, Frank, von Thailand. Wir sind mal in so einer Bar gewesen. Wir sind mal in so einer Bar gewesen mit so. Mit Transsexuellen. Ich weiß es nicht, wie man es richtig sagt. Also in Thailand sind sie ja. Sind sie aber nicht einmal unbedingt transsexuell, sondern ja, Ladyboys. Ja, aber nein, es ist eben beides physisch vorhanden gewesen, unten und oben. Aha. Ja, aber man geht immer davon aus, das sind so die, die so super, weißt du, die du kaum kennst und so. Mhm. Und unsere aber nicht. Das ist so. Das ist klar. Das ist ganz schlimm gewesen. So badass Knuckles. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in dem Podcast, genau die gleiche Geschichte. Du hast die Adamsapfel, was gibt. Nein, und dann haben die eben immer so. Also, du bist halt als Tourist, sind sie gerade auf dich angeschwärmt, oder? Klar, haben dann immer so. Weißt du, und irgendwie, was weiß ich, 400 Baht oder so. Und immer die Bewegung. Und wir haben gedacht, ey, das ist eine normale Bar und so. Was hat dein Gefühl, was wir jetzt da drin machen? Ja. Und das war aber, du sollst einen Drink zahlen. Und die Dinge immer irgendwie 400 Baht oder was weiß ich. Also, es hat halt nichts gekostet, irgendwie 4 Stutz oder so. Und einfach, damit man sie endlich loswerden, hat mein Freund gesagt, jetzt gib ihr doch das Geld. Und dann haben wir ihr das Geld gegeben und ist sie an die Bar gerannt und hat sich irgendwie ein Bier geholt oder so. Und dann haben die anderen das auch gemerkt, weißt du? Und dann sind irgendwie gerade nochmal 5 Meter. Ich bin so Strassenhundfütter. Ist, dann haben wir alle eine runde Bierzahl. Und die haben das so lustig gefunden, weißt du? So, man kokettiert ja dann mit dem, dass man quasi beide Geschlechtsmerkmale hat, also unten und oben. Und sie haben dann immer so den unteren Teil am Ellbogen gerieben.
Das haben sie mega lustig der gefunden. Der untere Teil am also Ellbogen? Genau? Ja, also was? Sie ist aufgestanden und hat sich so ihren Schritt an deinem Ellbogen... Ah! Deinem Ellbogen und nachher hast du schon Geld geschuldet? Nein, aber einfach, die haben das halt so lustig gefunden, dass sie quasi mit allem ausgestattet sind, was die krass, Natur einem kann mitgeben kann. Und der Chirurg. Und oh, es war mega unangenehm. Ja. Also aufdringlich. Das verstehe ich voll. Es ist mir schon unangenehm, wenn ich zulasse. Ja, wirklich. Es ist wie so Flüger, so und halt wirklich so Brüste, weißt du, so, hast du das Gefühl, es gibt nur eine Grösse, weißt du, so monströs. So, Orange quasi in einen Strumpf reingeschoben. Ich muss so aufs WC, aber ich will keine Sekunde verpassen von diesen Geschichten, Alter. Ich mach hure schnell. Es ist, ich habe nichts mehr. Oh Mann, ich sterbe. Ah doch, es gibt einen so einen... Ah, du bist auch im Rotlichtviertel gewesen, oder? Eben, das ist doch Papon! Ist das Papon? Es gibt, ich weiss nur, es hat eins, das sieht von der Größe aus wie das Glattzentrum. Es sind irgendwie 5 Stück aufeinander. Vom Schal so wahrscheinlich. Ja, genau. Und auf jedem Stock hast du Stripclubs und irgendwelche Bars und so Rotlicht-Etablissement. Und mitten drin hat es noch eine Polizeistation. Also, ja, es ist voll... im Gebäude? Ja, genau. Also es ist so ein Gebäude mit, weißt du, rundum ein mega Innenhof, wo es ein paar Bars hat und so. Und dann quasi auf all diesen Stockwerken hast du so Stripclubs und was weiß ich. Und das Krasseste war, wir sind unten in einen innen, hast du so Tänzerinnen gehabt. Und die haben alle wie so Nummern am Bikini-Unterteil, so einen Schlüssel mit einer Nummer dran. Und ich glaube, du kannst eben schauen, wie die dort tanzen und sagst, Nummer 32 nehme ich. Und dann haben die anderen Zimmer oben dran. Okay. Und es ist schon sehr hässlich. Okay, ja. Nein, ich bin noch nie in Thailand. Das ist... Also, das Land bietet ja so viel mehr als sicher. Das. Ja, also ich würde sicher mal... Jetski, also da. Genau, ich würde sicher Bötel fahren, Yoga machen. Nein, ja. Das ganze Bachelor-Programm. Also alles, was der Bachelor gemacht hat... Musst du machen. Kannst du in einer Woche Koh Samui machen. Ich bin Ziplining. Ja, das ist geil. Mega geil. Jetski eben. Also Wasserfälle anschauen, ja. Das ist auch mega schön. Was ich nicht gemacht habe, sind die Tiersachen. Ja, das ist eh nicht gut. Das sollst du ja nicht. Nein, Elefanten und all diese Sachen. Aber allein schon, zum Beispiel Koh Samui ist mega geil. Einfach eben so eine fucking Roller mieten und durch die Insel durchfahren. Weil es ist ja nicht nur Küste, Strand, sondern du hast. Wirklich so dschungelmässig, hast du oft mega hohe Palmen und du fährst dort einmal in einer Stunde oder so, bist einmal quer durch die Insel gefahren. Mega. Das ist super schön. Oh, und dort hast du dann wirklich, gehst du dann auf den Berg rauf, es wäre wie wenn du bei uns einen kleinen Pass würdest fahren. So. Ja. Bist du oft so einen kleinen Bergpass das ist mega cool. Im Dschungel. Das ist super geil. Ja, müsst immer gehen. Ich habe wirklich immer vorgehabt, aber... Und mit dem Yves sind wir in der Nähe von Krabi, sind wir bei Rayleigh Beach, heisst das. Okay. Irgendwie, weißt, wir haben ein bisschen geschaut, wo ist das Wetter gerade gut und was lohnt sich jetzt gerade mehr zum Erleben sozusagen. Aber was wir nicht gewusst haben, ist, das ist so voll die übertriebene Perleninsel. Das ist einfach nichts anderes als so Romantic Hotels und alles so Paarangebote. Und du kannst nichts machen, außer als Bärli schön go essen, irgendwie ein tolles Blumenangebot. Und alles anders so. Haben wir dort auch mal so eine Villa gehabt, wo du dann so einen eigenen Pool noch hast im Garten? Kennst du das? Wo shared ist, meinst du? Nein, wo wirklich, aber der ist auch klein. Also kannst du irgendwie zwei Züge und dann ist es durch und so. Also aber es sieht Züge. Halt geil aus auf Fotos. Ich wollte sagen, ich habe mein eigenes Instagram-Bild, das hat Likes abgerundet bis ja, ich weiß. Wo ich einfach mich so an den Rand lehne, aber die Beine habe ich nicht strecken. du hast vorhin so eine Düse gehabt, wo das Wasser rauskommt und dann haben wir uns wie so auf das Mühlchen abstützen und die Platten, die oben drauf sind, die haben es gar nicht festgemacht, die sind einfach gekippt, weißt du? Das war einfach nur drauf gewesen, damit es schön aussieht. Aber urschön. Aber das Geile ist, es sind alle Menschen, die wir kennengelernt haben, dort sind hart sorglos. Es ist mega oft scheißegal. Einfach so, knallst du etwas an, wenn es hebt, dann hebt es, und sonst ist es auch egal. Ja. Und der eine ist der Geist gesehen, auf dem einen Resort, das ist so ein Ami gesehen, aus irgendwie Indiana, wo er sich pensionieren lassen hat, hat er gefunden, er kauft irgendwie so einen Hügel auf Samui und macht so ein Resort dort. Und geil ist sicher, der hat irgendwie gefunden, ich glaube, jeden Mittwoch oder so, sagt er, hey,
Wir gehen alle, die wollen, gehen zusammen, gehen etwas essen. Dann kann man sich ein bisschen kennenlernen und so. Okay. Und dann bist du halt einfach mit allen Menschen, die irgendwie auf dem Resort sind. Weird. Du bist um das Nachtessen. Okay. Ja, spannende Leute kennengelernt. Zum Beispiel einer, der im Forschungsteam dabei war, der Viagra erfunden hat. Ah, nein, ja. Was? Und zwar ist das eigentlich als Herzmedikament gebraucht worden. Und dann ist mir zu. Und dann sagt er so, and then we noticed a rather promising side effect. Our so dicks were hard. For 4 hours. I could beat it and it would go down. Not even yoga help me. Aber wenn du es nicht weißt, ist es schön. Wie nochmal über ein Getränk. Mach mich mal da. Ja, hey, ihn. Wir haben da noch. Oh shit, hau rein. Also, und danach hat. Ich kann Kaffee werfen. Und dann sind wir irgendwelche Karaoke-Shows schauen. Ach, dann weißt du. Tust du so, als wäre das Kaffee oder hast du das Bier hineingelegt? Nein, das ist Kaffee mit Schum. Ja, ich nicht, dass Leute wissen, dass ich das nicht mache. Ich habe nicht gesagt, du bist verdächtig zurückgekommen, weißt du? Weißt du, wo du das immer gemacht hast? Ja, ich dachte, weißt du, ich schaue meine Eltern oder so. Bei Joyce. Weißt du, wie viele Menschen bei Joyce Kaffee getrunken haben? Ja, du hast keinen Alkohol dürfen trinken. Du hast immer so riesige Kaffeebecher gehabt. Und so, boah, heute ist der Kaffee aber ganz gut. Ich habe Red Bull in meinem Kaffee. Ich weiss von jemandem, du kennst ihn auch, die alle kennen das. Wo bei Joyce der Koch wieder umgeht, wenn es nicht anders geht. Absolut nachvollziehbar. Anyway. Ich sag den Namen nicht mehr. Der Typ. Der Viagra-Typ oder der Koch-Wie-Typ? Der weder noch, sondern der Besitzer von dem Resort. Okay, sorry. Geiles hier, Kollege und ich mit dem irgendwie. Am Schluss sind wir nur noch zu dritt gesehen. Alle anderen sind gegangen und wir haben mit dem noch gesoffen und so. Und dann sagt er so, hey, jetzt gehen wir heim. Und dort hast du irgendwie logischerweise Mitarbeiter von diesem Resort. Und du hast so einzelne Hütte gehabt, je nachdem auf dem Berg. Und wenn du, unseres ist recht weit oben gesehen, dass du sicher 200 Höhenmeter machst. Und also, wenn du willst, fahre ich euch schnell bis zu dem und dem Punkt. Und mir so, wirklich, weil er hart dicht gesehen. Also, ja, ist ja mein Resort, kein Problem. Dann sitzt er in so einem Pickup-Ding, wir sitzen mit ihm drin und dann hat der Vater ohne Scheiß so 2 Meter. Kickt ihm in den Gang mit rein, vor, dass er auf der Seite runtersliden und dann macht es einfach so. Und dann schafft er so ein Stein-Ding drin, knallt, geht wieder Vollgas, auf dass er wieder rauskommt, fährt alles auf und wir so, oh mein Gott, und dann läuft so. Ah, that's okay. I tell my wife one of the workers did it. Oh, stimmt. Hat gesagt, good night, Mister. Danke. Die sind nachher weiter weg gewesen als vorher. Scheiße. Eine von den geilsten Tours, die ich je kann, ist auf Malinska in Kroatien. Kennst du? Ja, mein Onkel hat dort ein Fischrestaurant. Ja. Auf Krieg. Krieg, ich kenne wirklich ja, auf Krieg, mega geil. Also, weißt, wir hassen Vokal, wie du sagst. Krieg, der Textil-Discount. Krieg, das ist von Kroatien. Du hast ja Kaya Jana, ja. Heißt ja eigentlich auch Sven. Wünsch. Wünsch. Ja, ich meine, wenn du so schnell sagst, ja. Ist schon mein Name. Ja, du hast, stimmt, du hast VN und dann gerade nochmal VN. Ja. 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 Oh, die ja, Eltern haben sich mehr überlegt, als ich gemeint habe. Ich habe es auch erst jetzt gecheckt, ja. Also was ist auf mal? Ich habe so Angst, dass ich jetzt mein Land verteidigen muss. Nein, ist jemand verletzt worden? Nein, es war mega schön im Fall. Es ist einfach empfehlenswert. Also weißt du, wenn ich jetzt von Thailand gehört habe und denke, dort stirbst du nicht. Nein, wirklich Kroatien. Du hast keine Todesangst in Kroatien. Nein, es war echt geil. Du meldest dich irgendwie an in so einem Hotel, kommst her und dann kommt so ein Typ. Nimm deinen Pass. Ja, das musst du auch wirklich. Ja, kein Witz. Und dann musst du das Haus bauen. Nein, ja, nur du meldest dich und dann fahren sie mit dir durch die Landschaft, weißt, wo niemand ist, und dann kommst du an einen Privatstrand her mit meinem Hey, kennt ihr Viagra? mit meinem Häuschen. A rather promising side effect. Zwar jetzt mega viele nackte Leute, links und rechts. Ja, meistens Österreicher. Nein, ich habe mich unter Druck gefühlt. Ich dachte, okay, ja, shit, wenn schon, dann schon. Aber es sind meistens Touristen, das weißt du. Nein, wirklich, mega cool gewesen. Und dann haben sie uns dann zurückgefahren und dann meinte so, I will take you guys on a small tour. Der ist über Berge gefahren. Wir sind dort hintergekommen. So.
Ist jetzt schnell gefahren? Nein, langsam, okay. Aber der Weg ist... Wenn du verkatert bist, das geht gar nicht. Du kratzt halt Natur pur. Da kann man gute Ferien machen. Schüttelt richtig durch, aber echt geil. Ich habe nicht einmal Todesangst gehabt. Außer auf einem Roller. Ja gut, aber Roller... Nicht gerne hast du gefragt, ist es fest? Aber Roller, also, ja. Roller sind überall... Gefährlich. Voll. Aber ich habe das Gefühl, Thailand von jedem, wo... Also jeder Mensch, der dort war, erzählt mir, Alter... Ja, es gibt, die es fahren gibt, halt einfach besoffen. Es gibt, es gibt einen Begriff dafür, Samui Kiss. Samui Kiss ist das, wenn du als Tourist mit dem Roller ausrutschst und so wegslidest, dass du dann immer irgendwie beim Bein... so klassisch. Eben so, es geht aus wie ein Kuss, weil halt einfach dort alles so schnell... Ist mir tatsächlich nicht passiert. Ich habe das Gefühl gehabt, es würde passieren, weil dort habe ich noch nicht mal die Autoprüfung gehabt. Immer nach all dem, Linksverkehr. Linksverkehr. Aber es ist gar nicht. Hast du das nicht mega oft, dass du in einer anderen Land bist und irgendwie nur schon im Taxi und denkst, fuck, so wie die fahren? Ja, ja. Aber es geht irgendwie. Ja. Ich denke schon, Paris, wo sie irgendwie achtspurig rund um den Arc de Triomphe fahren, ohne auch nur eine Markierung am Boden, dort kriege ich schon Vögel. Und ich denke, fuck, wie reist du das ein? Wie kommst du überhaupt zu der letzten Spur ganz links? Wie kommst du zu dieser inneren Spur? Diagonal. Weißt? Fast mir in die Runde. Bist du? Ist das ein Ziel, dass du dich quasi immer wieder näher ins Innere vom Kreis antastest und dann fährst du wieder raus? Russische Taxifahrer sind auch sehr geil. Wir sind auch irgendwie, drei Spuren da, drei Spuren da und so, nein, du musst dort raus und auf die andere Seite. Weißt du, wo bist du in Moskau? Nein, St. Petersburg. Okay. Ja, einen Monat lang. Und er eigentlich scheißegal, U-Turn. Zuerst mal über unsere drei und dann über die anderen drei und ist das gut? Und der andere, also sehr viele sind voll Standard gewesen, aber eben der U-Turn gemacht hat, ist mir in Erinnerung geblieben. Und der, der uns die Heime deponiert hat und noch einen Katalog mit leicht bekleideten Frauen mitgegeben hat. Falls wir Lust haben, kann er uns anführen. Aber ich glaube, das ist in vielen Ländern so. Ich habe auch gehört, es ist mir mal zu Ohren gekommen, dass du bei Taxifahrern auch sehr gerne mal kannst nach Drogen verlangen kannst. Ah, hat ein Kollege erzählt, gell? Ja. Das Koks-Taxi. Welches Land ist das? Zürich. Nein, warte schon. Jedes. Kennst du das auch, wenn du im Ausland bist und dann sie stellen das Taxameter gar nicht mehr ein, sondern es gibt einfach Fixpreis. Habe ich gesehen bei so einer Kabel 1 Sendung. Ah, wirklich? Das ist so eine freche. Aber ich in Seoul ist so wie eine Art Street Parade gewesen und wir nachher versucht zurückzukommen und du hast einfach mit dem App und so, du hast kein Taxi mehr bekommen. Und dann bin ich zu einem Hotel und sie haben mir eins bestellt und die Taxifahrer haben gesagt, wir machen nur noch Fixpreis heute, weil das Geschäft vom Leben, weißt du? Yeah. Und dann hat er irgendwie... Und nachher hat noch der Fickbrief. ist immer gegriffen. Flat Rate. Irgendwie 70 Stutz für eine Strecke, die glaube 20 gekostet hat. Und er ist ohne Scheiß etwa 140 durch die Stadt gebracht. Weil er gewusst hat, wenn ich jetzt den absetze, kann ich gerade noch mal 3 mitnehmen auf dem Weg. Und dann ich musste ich ihm Cash geben. Und er hat es einfach so ins Handschuhfach reingestopft. Und es war voll mit Nötli. Einfach noch so reingestopft. Das ist schon sehr geil. Vertrauenserweckend. Ja. Und zwischendurch hat er die ganze Zeit telefoniert. Ja, klasse. Der Kass? Ja. Der Kass. Scheiße. Dubai hat mich mega überrascht. Und dann haben wir richtig hergebumst. Ja, ich wusste, dann nehme ich gerne noch ein bisschen Kaffee. Ich habe gerade noch ein Schlückchen gemacht. Oh, Dosenkaffee, das ist der Beste. Das ist der Beste. Das ist Guatemala. Dosenkaffee. So ein schäbiger Podcast. Ja, aber sehr amüsant. Schau, der Fernseher ist aus. Das merkst du erst. Aber es ist schon sehr lang. Ja, wo du gesagt hast, und in Thailand. Sollen wir den Bit nochmal wiederholen? Okay. Aber ist das überhaupt, kommt das überhaupt noch im Podcast? Also können wir jetzt Aber wenn der Fernseher aus ist, schau, solange das Recording. Solange das bastelt, der rote Lampe namens Recording. Das ist mega geil. Ja. Also kann ich noch nicht sehen, wie ich wirklich bin. Dem ich kann der Frank noch nicht seine richtigen Thailand-Geschichten erzählen. Die, die noch nicht schwul ist. Ja, und damals, wo ich meine Freundin kennengelernt habe, in Thailand, das ist schön. Stefanie aus dem Aargau, kennen Sie die auch? Ist das die, sogar der Plus? Ja, das ist damals das Verkaufsargument. Ich weiß nicht, ob es ihr sind oder der Kaffee. Und sie hat gesagt, wenn du willst, ziehe ich auch die Augen so hinten. Das ist recht.
Schneid das raus. Ich lache auf einem anderen Level, einfach für alle Leute. Kennst du... Oh ja, das Lachen. Kennst du Phil Wang? Phil Wang ist so fucking funny. Ist das der asiatische Comedian, den ich dir mal geschickt habe? Mit der Brille? Amazon Special hat. Nein, aber nicht das Amazon Special. Das ist der, wo beim Trevor Noah war. Der hat zwei lustige Nummern und der sagt... Nein, der Phil Wang ist ein Brit, asiatischer Herkunft. Und er sagt so, you know, when you like look like someone really famous and me, if you look at me and you squint your eyes really hard, that's racist. Also ich glaube, das kenne ich auch. Das ist geil. Ich finde das herrlich. So, hey, 2 Stunden 17 haben wir gemacht. Was ist der Rekord mit dem Büssi? Also, wo du und der Büssi gesehen sind, ist 2,35 gesehen. Aber dort, das schaffen wir noch. Dort hast du eine Stunde lang allein mit dem Büssi, muss das ich stimmt, sagen. Das stimmt, ja. Dort ist es nachher gut geworden. Ja, dann haben wir endlich deep. Ich habe auch immer Angst, dass wenn ich auf dem WC bin, so Uhr über so Leben und so Philosophie. Ich glaube, kaum, dass man was mich noch wundern nimmt, jetzt du, wo ja quasi nicht so ausgelastet bist, terminlich, wie killst du Zeit jetzt? Es ist komisch, irgendwie mehr. Kennst du es, wenn du wenig machst und es trotzdem viel Zeit in Anspruch nimmt? Ja, ich habe noch einen Nebenjob. Etwas so mache ich. So die kleinsten Sachen nehmen immer wie mehr Zeit auf und irgendwie der Tag geht viel schneller durch. Also dran der Morgen ist irgendwie eine Pistestunde. So, ja, ich bin nämlich 2 Stunden. Dafür ist es aber auch gut. Ja. Mal das. Aber es ist schon, ich kümmere mich mehr um die Familie, telefoniere mehr mit Leuten, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Aber nach so 2-3 Monaten weißt du auch nicht mehr, was schwätzen. Das merke ich auch. Wenn man ein paar Leute so, was macht so? Das gleiche wie vor 15 Minuten. Ja, jawohl, so. Netflix, Alter. Ich sehe jetzt immer so die geilen Insta-Stories von Ahmed Bilge. Und denke so, oh fuck, der gibt sich hure Mühe. Und dann denke ich, ja okay, den ganzen Tag hat er einfach die 4 Stories gemacht. Wenn das alles wäre, was ich machen würde, den ganzen Tag, das wäre es auch geil. Das ist einfach sogar noch schlimmer dran. Ich könnte mehr online machen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich etwas gemacht habe, ist vor einem Monat. Ah, ja, nein, ich habe nicht den Drang. Es ist mal schön, mal Abstand zu nehmen. Voll. Und nicht müssen posten. Ich finde das cool. Es ist mal etwas anderes. Ich habe nicht mehr den Drang. Ich fühle mich voll erleichtert. Ich auch. Irgendwie. Mir geht es besser. Voll, ich fühle mich auch so. Ich muss nicht mehr eine Story machen. Ich muss keine Show promoten. Ich so einfach, du gehst back zu so, das ist das Management. Man soll auch mal etwas machen. Nein, eben, sag nur, man. Das scheisst immer, Mann. Ich schwöre, Mann. Nein, das mache ich nicht. Nein, aber er macht immer Druck. Ja, es ist auch wirklich nur eine Notlösung für uns alle. Nein, aber so kill ich Zeit irgendwie. Und es gibt schon ein paar Online-Sachen, die wir noch nebenbei noch machen. Aber Ausländer, es wird schon langweilig mit der Zeit. Das kann ich wirklich ehrlich sagen. Wir haben quasi 2 Podcasts zum Mal. Das ist ASMR, wir sind am Flüstern. Nein, wir haben noch einen dritten. Ja, die andere ist doch der Mann. Es ist so geil, es ist Kreis 4. 4, oder? Ja, okay. Kreis 4. Es schafft immer das Geile da. Das schmeckt schon. Sie schreit einfach die ganze Zeit. Sie 10 Minuten schreit sie immer den gleichen Namen. Und jetzt läuft sie aber weg. Ja. Gehen wir das regeln nachher? Ja. Entschuldigung, wenn sie ein bisschen leise sind. Und bei dir, du hast ja deinen Nebenjob ja nicht mehr. Ja, permanent ausgelastet. Der Frank ist beschäftigt, seine geile Jäckchen immer zu bestellen. Ja, die können jetzt neu auf Spesen nehmen. Aber das ist wirklich gut, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das geilste Kompliment bekommen, und zwar haben sie mir gesagt, es tut uns leid, wir haben für dich keinen Kleidersponsor gefunden, weil du bist zu jung. Du musst einfach Cash über. Mit Vanya hat Esprit, also Co-Moderatorin, und dann darf sie pro Jahr irgendwie für 7 Millionen Zeugs kaufen. Was? Ich meine, schon normal. Man kann doch den Zuschauern nicht immer das Gleiche zumuten. Man muss jedes Mal etwas anderes anhaben. Das muss ja harmonieren mit diesen 4 Schichten Airbrush-Make-up und so. Und bei mir haben sie gesagt, wir haben keinen Sponsor gefunden, nimm das Geld, geh was gut. Also du bekommst 7 Millionen, wo du einfach... Nein! Hallo! Aber und vor allem, ich darf keine Hose kaufen, weil wir sitzen ja an einem Pult. Du darfst nur alles da. Alles oben an der Gürtellinie sein. Und was ist, wenn der Body kauft? Ja.
dann wird nur die Hälfte zurückerstattet. Yeah. aus Lack. Aber hast du noch nicht manchmal, kommst du irgendwie und siehst eine Hose, die so richtig geil ist, eine verbotene Hose, Alter. Hast du dich so richtig angehört nachher, ne? Das macht die jetzt mit ihrer Schärfe. Ich habe einfach noch nie das Gefühl. So Fubu oder Wu-Tang oder so. Oh fuck, das sind geile Hosen, die brauche ich. Hast du das? Ja, in den Nullerjahren habe ich das regelmäßig gehabt. Yeah. Wo Karl Kani und Fubu und so, ja, ja. Irgendwas die kannst du umdrehen, nachher sind es glitzerig. Cruise Control geheißen, so mega Baggy Pants. Ich habe immer Baggy Pants getragen, weil ich extrem dünne Beine hatte. Ich denke, wenn man Baggy Pants trägt, sieht man es nicht. Ich habe recht darum massive Beine. Darum habe ich auch mega grosse Unterhosen an. Ja, wirklich. Bei mir sehen Baggy Pants aus wie Röhrenjeans, Alter. Das ist wirklich trainierte Oberschenkel. Wir müssen noch schnell am Schweiß in Ficky Ficky Gag weglachen. Hast du Ficky Ficky gesagt? Sorry, ich habe voll... Ey, nein, er war schlauer als das. Er erzählt von dünnen Beinen und dicken Hosen. Ja. Sagt, darum habe ich immer mega grosse... Boxershorts an. Aber du hast das Wort nicht gesagt mit F. Nein. Aha, aber ich lache nur auf das. Natürlich, das ist die Intention. Was Schlüpfriges. Okay. Nicht schlüpfrig. Schlüpferig. Der Wortspiel. Hast du auch noch nie Hosen angeschaut und gefunden? Der Inhalt war geil. Also ich glaube, das... Ich finde im Fall... Früher, ne? Ich glaube, irgendwann kommen die sicher wieder zurück. Ich habe die Britney Spears Hose geil gefunden in den Nullerjahren. Voll in eine andere Richtung. Dort, wo sie so die mega tief geschnittenen Jeans, wo sie dann die Unterhose über die Jeans Energy, drüber Energy haben sie doch... Mi 60. Kann nicht geil finden, so eine... weil meine Schwester sie so oft angehört. Aber Bravo, sehe ich keinen Widerspruch. Britney hat doch so eine Phase gehabt, wo sie so die I'm a slave for you und so, und dann hat sie so die super... Ja, genau! Ja, das können wir nicht erinnern. Ich bin ein riesen Britney Spears und Christina Aguilera. Hast du den Film gesehen, jetzt da die Doku, die müssen wir unbedingt schauen. Framing Britney Spears. Ah, nein? Nicht. Aber Biggie Smalls ist auch rausgekommen, ach, das weißt du. Sorry. Ja. Aber der ist tot. Welcher? Was? Was? Nein. Oh, sorry. Also, Spoiler, er ist tot. Nein. Nein, anscheinend, es ist so eine Britney-Doku rausgekommen, von der New York Times produziert und irgendwie irgendein Sender. Und da geht es darum, die ist ja, die hat noch immer Vormundschaft, die steht noch immer unter der Vormundschaft vom Vater. Also der Vater entscheidet, wo sie... Immer noch? Ja, immer noch. Weil, und anscheinend ihre Insta-Seite ist wie so ein Hilferuf an die Fans, man soll sie endlich rausholen. Und es gibt so ein Free Britney Movement in den USA von Fans, die demonstrieren, dass Britney endlich nicht mehr unter Vormundschaft steht. Und dann, aber im Film geht es darum, wie sie damals in den Nullerjahren irgendwie mit dem Justin Timberlake zusammen war. Mhm. Und dann ist die Beziehung auseinander und dann hat er irgendwie verzapft, dass sie ihn betrogen hat. Und dann ist sie quasi so von allen Medien als Schlampe abgestempelt worden. Ist oft so. Und quasi jetzt schaut der Film zurück, wie krass das ihre Psyche beschädigt hat. Weil so Schlagzeilen sind wirklich huren hart gewesen. Weißt du, so das Schlampe, das Letzte, Flitchen. Nein, hey. Oh, hart. Ja. Das ist es dann gewesen, wo sie die Haare... Genau, wo sie... Ist es dann gewesen, wo sie die Haare sieht, zum Auto ausgestiegen, ohne Unterwäsche. Das ist sehr alt, Alter, dass wir das wissen. Ja, das weiss ich nicht. Hey, ich habe mal so eine Doku gesehen über Paparazzis, wo der Typ, sie ist auf einen losgegangen mit dem Schirm. Mhm. Und der hat gesagt, mit dem Bild hat er sein Haus gezahlt. Was? Weil er hat es exklusiv gehabt, es war nicht mehr sonst dort gewesen. Und es hat mal eine Zeit lang, wo sie so voll gaga war, hat es so eine Agentur gegeben, die nur Britney Spears Bilder verkauft hat und irgendwie so vier Paparazzi nur auf sie angesetzt hatte, wo quasi 24 Stunden sie überwacht haben. Oh, und immer Mann, wenn sie aus dem Haus ist, so sind sie nachgefahren und haben irgendwas Hässiges geschrauen, weißt du, damit sie reagiert. Und nachher hast du so gesehen, irgendwie bei RTL ist das, glaube ich, dann sitzt so ein fetter Dude, sitzt so in seinem SUV von ihrem Kollege Haus. Da. Ja, genau. Und nachher geht das Tor auf und fährt jemand raus und dann sagt so, «Ah nein, müssen wir nicht nachfahren, das ist nur der Gärtner. Der geht jetzt irgendwie das holen und dann kommt in einer Viertelstunde wieder.» Und so. Er hat den ganzen Tagesablauf Scheiße, gewusst. Und dann so, «Ah, jetzt kommt sie!» Und dann sind irgendwie vier Autos nachgefahren. Oh, nein, das ist so schön. Aber dann ist ja klar, dass so jemand ausrastet. Ich meine, ja klar, also die haben es mega provoziert. Ich würde auch ausrasten. Ich meine, aber das kannst du ja nur in den USA und Frankreich oder England machen. Das ist interessant. Ja, du oder du, heute Morgen der Haus wieder rausgelaufen ist. Stressi vor der Hütte gestanden. Also er hat es gesagt. Ja. Wenn ich durch Genf fahre, ja. Ich habe 3 Stunden. Alle wollen ein Foto mit dem Haus. Wer sagt das? Alle wollen ein Foto. Der Haus ist in Genf. Wieso kann man in Genf?
Ich wohne nicht in Genf, ich wohne überall. Heute Gran Canaria. Ja, Gran Canaria, den kenne ich. Ja, das weiß ich nicht. Ja, dann kannst du noch ein Alters... Privatjet. Ich habe ein Privatjet genommen von Gran Canaria auf Genf. Geil, Alter. Aber ist er schon geimpft? Gestern die zweite reinbauen. Ah, ja, geil. Ja. Standard. Aber ich habe das Gefühl gehabt, also der Hausi hat Promi-Bonus, oder? Covid würde sagen, ah. Komm, den lassen wir noch. Den lassen wir schon. Covid wäre so... Er ist zu geil. Ja, ja, ja. Ja, komm. Yeah, I can't fuck with him. Weißt du, für Promi-Griller? Alter. Promi-Griller läuft den Joel auf ihn zu, fragt ihn, ob er ein Video, einen Gruß ausrichten kann. Ja. Sein Kollege, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, die wenn Junge er fertig ist, ist er einfach weggelaufen. Zuerst erzählt er mir noch, die Jungen sind Hausi verrückt. Unglaublich. So viele Fans. Die ganze Zeit muss ich Video machen. Hausi verrückt? Ja. Ist das ein Die sind so Hausi-Fans. Ja. Und dann werden sie okay, hat mir gefallen. Also, tschüss. Es hat mir gefallen, dass er mir erzählt hat, wie geil ihn alle finden. Er plant mir jetzt seine eigene App, das heisst Clubhouse. Hey, Frank. Das ist Hure exklusiv, nur er darf drin sein. So. Und er darf einfach reden. Und er findet es hure geil. Dann lässt das Zwillig sich selber zu. Völlig offen, wie der Podcast. Einfach schnurren. Ja, was ich vorher wollte fragen, nur zum Schauen, wie alt das möglich sind. Wenn du Justin hörst, wer ist das für dich? Justin Bieber. Justin Timberlake. Du alter Sack. Und nein, wirklich? Klar, ja. Klar. Oh, er hat eigene Baseball-Caps. Okay, ja, nur zum Schauen. Ey. Ja? Okay. Ja. Den Kleber darfst du nicht wegnehmen, weil dann ist er edel. Also. Ja. Voll edel. Leutenecker. Hans, ich habe lustig. Du hast doch eben Hans. Er hat Hausi und Hans. Ja, eigentlich aber Hausi ist teurer, oder? Aber jetzt fragst du, wenn du jetzt Justin hörst, an wem denkst du? Was? Wenn du Justin hörst. Ja, vorher haben sie vom Timberlake gehabt. Ja, nein, aber wer ist für dich der Justin? This just in. Danke an Breaking News. Aha. Oder irgendein Loser aus Ostdeutschland, oder? Justin! 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 Justin Enrique! Ah, es geht voll in die Richtung, die ich gehofft habe. Was ist, wenn du Ronaldo hörst? Oder wenn Ronaldo ah, hört? Ronaldo denke ich immer noch an Platz. An Phänomeno. An Brasiliano. Mhm. Aber Cristiano, ja, ich habe mich gefragt, CR7. Wie hat der andere geheissen? CR7! Brasilianer mit den komischen Zähnen, ja, mit der Spalt. Mega fett geworden. Ronaldinho? Ronaldinho. Ah, nein, Ronaldinho ist dann Ronaldo gegeben. Ronaldo gegeben in den 90ern. Ja, mit der Glatze. Ja, der Phänomeno, der richtige Ronaldo. Aber wie heisst der richtig? Etwas mit Ronaldo Rivera. Also ist Ronaldo der Nachname oder ist das bei dem Vornamen? Nein, das ist der Vorname. Das du überfragst mich. Okay. Eine Zeit lang haben alle... Das hast du Ronaldo gesehen? Kennst du den Rivaldo? Sicher, Alter. Der hat so eine Schwalbe gemacht in Korea. Ich kann ihn gehasst machen. Wo so der Ball ans Schienbein knallt und Asen ins Gesicht gelangt. Und dann Ronaldinho hat es gegeben. Achtung, weißt du noch? Oh, das ist mein Held gesehen. Da bin ich wirklich ein kleiner Bub gesehen. Romario. Ja, bin ich jetzt. 94. Ist das nicht eine Figur aus Mario Kart? Romario. It's me. Der rumänische Mario. Neben Edgar Davids habe ich voll geil gefunden. Alter. Edgar Davids? Die Skorpion wäre. Patrick Kluivert. Ja, bis er den gespuckt hat. Und er hat schon früh gespuckt. Auf den Rudi Völler. Das ist nicht der Kluivert gesehen. Doch. Nein, das ist doch. Wer denn? Nein. Das ist der mit der Supermatte gesehen. Der Gullit? Ja. Nein. Kehrt. Ist der Kehrt gesehen? Kehrt Wilders. Nein, Wilders. Das ist ein anderer sich. Nein, Ruth Gullit hat es gesehen. Rudi Carell ist gesehen. Ja, lauf doch am Völler vorbei und spuck. Hans Glock. Hans Glock. Ich bin die schnellste Magie von der Welt. Ich sehe aus wie Linda de Mol und spreche wie Rudi Carell. Ich liebe Hans Glock. Der finde ich so geil. Ich habe gemeint, kennst du Hans Glock? Nein, sorry, ich bin immer noch beim Spuck. Aber für mich der größte Trash. Schaut mal, wer hat der... Wer hat der Rudi Völler gespuckt? Der hat... Frank Reicher. Aber hat er. Könnt ihr mal. Kudel aber! Könnt ihr mal Kluivert spucken eingehen? Hat er auf niemanden gespuckt? Weil. Da kommen nur komische Videos. Tut mir mega leid. Ich entschuldige mich in jeglicher Form, falls ich das durcheinander gebracht habe. Nein, ich glaube, der Kluivert ist. Clean. Ja, ich entschuldige mich. Ah, okay, Reiker. Sorry, Herr Kluivert. Weil das viel früher gesehen. Ich bin echt sorry. Kluivert ist dann eben so 98 gesehen. Kluivert finde ich auch cool. Ja. Jetzt muss ich es sagen, ja. Patrick. Er hat seinen Sohn, oder? Das spielt ja auch.
Ja, es gibt ein paar von denen. Ein paar von denen. So fangen die Stammtischgespräche an. Ja, ich kenne Chur für Referenzen, dass er das Typingsmittel konsumiert. Die, ja. Die alte Koks-Geschichte. Der Nasenkaffee. Das kolumbianische Marschpulver. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das war so geil, von irgendeinem ehemaligen... Gelesen? Nein, wirklich, das ist auch verfilmt worden. Hat es ein riesen Loch in der Mitte und dann hast du einen Sack rausnehmen. Make it your... Make your Willy your star. Das gibt es im Fall, so ein Buch, das immer ein Loch in der Mitte hat und dann ist es zum Beispiel so ein Feuerwehrmann, der einen Schlauch hebt und dort, wo aber der Schlauch ist das Loch. Ich sag dir jetzt nicht, warum ich das kenne. Weil das hat jeder mal auf den Geburtstag geschenkt bekommen. Das und so ein Tanga mit den Schleckdingen, die man kann wegcatchen kann. Ah ja, da, so eine Tanga habe ich schon bekommen. Ja, voilà. Abrissparty von... Okay. Ist, was? Ich habe es nicht gehört. Ich habe es verstanden. Es fängt mit C an. Ja, okay. Dort haben wir irgendwie das Buch gefunden und ich habe jedes Bild einmal dargestellt. Ja. Aber mit Schutz? Weil ich meine, weißt du nie, wer da alles. Ja, wer ja. Vorher schon das Buch gelesen hat. Na? Stell dir mal vor, der Stadt in der Bibliothek. Ja, eben. Ja, also. Die Zeiten sind manchmal schwer aufgegangen. Ja. Aber das ist jetzt nein, der Hotdog ist mein Liebling. Der Hotdog? Ja. Der ist auch gemacht dafür, oder? Nein, aber ich habe jetzt mehr gemeint, erzähl von deinem Buch, sorry. Ja, Kanten sind so ein bisschen scharf gewesen und ich musste das Loch noch vergrössern. Ich glaube es selber nicht. Also, was? Ich brauche noch ein bisschen Kaffee. Ja. Wo sind wir vorher gewesen? Du hast vorhin mein Buch erzählen. Vergessen. Ich auch. Okay. Ist Präpubertär ab. Ich weiß auch, ich habe nicht angefangen und irgendjemand unterbrochen. Oh, Christoph Daum, und von dem sind wir irgendwie auf das Buch gekommen. Nasenkaffee gekommen. Mit Ronaldos. Genau, das Buch habe ich gelesen. Und zwar ist das von so einem ehemaligen PR-Fuzzi, der für ein Record-Label geschafft hat in England. Und der hat dann ein Buch geschrieben, das heisst «Kill Them All». Und das ist mega lustig und es ist einfach so eine Abrechnung mit der Musikbranche. Mhm. Quasi wie du als Manager dort kannst, wenn du ein, zwei Hits hast und du weißt anscheinend im Vorfeld nie, was ein Hit wird. Mhm. Alle röteln, wenn du Glück hast, trifft es dich, dann bist du nachher, gibt es Beförderung und Geld. Und wenn du irgendwie zwei Songs in den Sand gesetzt hast und noch irgendwie teure Videoclips gedreht hast, dann schmeißt es dich weg. Dann musst du nachher zu irgendeinem Indie-Label oder so. Mhm. Und der hat auf einer Seite sicher etwa 40 Begriffe Kokain. Und das ist so lustig. Ich kann so lachen. Und eins ist kolumbianisches Marschpulver. Und es stehen einfach so Beschreibungen für Koks. Kolumbianisches Marschpulver. Okay. Zürcher Frost. Was? Ja, Zürcher Frost. Zürcher Schnee. Ja. Nasenkaffee. Das ist das einzige, Puderzucker. Puderzucker. Meine Mami hat mir zum Geburtstag einen Google-Opf gemacht und hat sie gefragt, hast du Puderzucker daheim? Und ich so, nein. Dann hat sie mir in so einem Mini-Grippsack Puderzucker mitgegeben. Oh, nur nervös so im Rucksack. Ja, so. Genau. Oh, fuck. Du musst schon sagen, was für ein Google-Opf? Eierlikör. Der war so geil. Ja? Hast du angehört, wie? Ja. Ah ja? Okay. Hey, und ich habe einfach was herausgefunden. Ich habe einen Bus kassiert an meinem Geburtstag am Morgen im Zug, weil ich das Billett gelöst habe, als ich schon im Zug drin war. Und wenn der Zug losfährt, dann muss der Kondukteur auf seinem App irgendwas drucken, dass der Zug jetzt losgefahren ist. Und ab dort sind alle Billette ungültig, die quasi später gelöst werden. Really? Ja, und bei mir sind es 13 Sekunden spart gewesen. Und ich habe es wirklich noch gelöst, bevor ich sehe, dass sie kommen. Ja. Das würde ich nicht schaffen in dieser Zeit. Oder? Ja. Dann hat ich mir heute am Telefon gesagt, ja, sie haben es gelöst. Der Zug fährt um 31 ab, das heisst, sie müssen es technisch bis um 30 noch gelöst haben. Und sie haben es gelöst um 31.46 und Abfahrt ist irgendwie am 31.33 oder so. Aber auf jeden Fall zahle ich jetzt nur eine Administrativpauschale von 30 Franken, weil ich gesagt habe, aber sie ist doch mein Geburtstag. Ich fahre doch nicht schwarz am Geburtstag. Und dann hat sie gesagt, ja, sie haben recht. Ja, also gut, dann streich mir die 60 Franken. Wirklich? Ja. Weißt du, die hat sich noch Zeit genommen für das? Ja, aber also... Das machst du auch nicht, Frank. Die SBB ist so fucking kleinlich in diesen Sachen. Mhm. Weil es hat jetzt auch die News gab vom Espresso beim SRF, wo eine ihr Ticket
nicht hat können vorweisen im Moment, wo der Kondukteur es hat wollen sehen. Jedem schon mal passiert. Sie hat es noch, ja. Sie hat's noch gefunden. Sie hat es noch gefunden und hat es nachher auf dem Perron ihm gezeigt, hat ihn einen Scheiß interessiert und sie hat trotzdem einen Buß gekriegt. Und wo sie dann sogar beim Kundendienst irgendwie das irgendwie reklamiert hat oder irgendwie gefragt hat, kann man irgendetwas machen, haben sie noch gesagt, nein, geht nicht, weil man kann nicht anfangen mit Ausnahmen und bla und bla. Weißt du, was du denkst? Sie haben, dass dann so eine Negativschlagzeile kommt, macht sie eigentlich schlechter für dich, als wenn du jetzt nicht einfach gesagt hast, ja logisch, voll, das ist ja cool, für ein gültiges Ticket sie jetzt noch können vorweisen. Ja, das kann man nicht mehr behaupten. Zu pingelig. Ja. Zugpingelig. Okay. Okay. Jetzt gibt mir nochmal ein Bier und schreibt ein neues Programm. Der Tiefpunkt ist erreicht. Jetzt ist die Frage, dort beim Tiefpunkt aufhören oder probieren wir noch einen riesen Krach rauszuholen. Weil, das kennen wir von der Comedy-Szene, 90% finden nach dem Tiefpunkt, finden sie, ich mache jetzt nochmal ein Bit. Aber das 17-minütige. Ja. Ja. Ich glaube, der Großteil der Zuhörerinnen haben wir nach Thailand verloren. aber Zuhörer haben wir ja. Nein, ich sage jetzt einfach die weibliche Form, das macht man neu so. Man sagt immer Zuhörer, Sterninnen. Und Zuhörende. Zuhörende ist auch gut. Zuhörendinnen. Ja, Zuhörendinnen. Okay, weil wenn nur die weibliche vornimmst, es hat einen Artikel gegeben, Tagi, ist aber noch krass, wenn du zum Beispiel schreiben würdest, sie ist die beste aller Schriftstellerinnen, dann tönt sie so, als wäre sie einfach die beste von allen Frauen. Ja. Aber du wolltest schon sagen, sie ist die beste von allen. Mhm. Ja. Das heisst, du müsstest eigentlich sagen, aller Schriftsteller, dann würdest du halt Frauen mit einbefassen oder Schriftstellenden. Was ist mit Hermaphrodite? Wie zählt man die mit ihnen? Schriftstellend könntest du auch sein, wenn du geschlechtslos bist oder zwischen beidem oder so. Okay. Weil du bist, es ist ja wie so, du machst wie studierend. Okay. Ja. Also du hast sagen, wir haben alle verloren bei Thailand. Ja. Nein, nach Thailand. Ich glaube, unsere Zielgruppe ist sicher noch da bei Thailand. Ja, ich hätte auch gesagt. Die Zuhörer, die Zielgruppe geht ins Marketing schon so weit, dass du eine Zielgruppe definierst. Ja, ich wollte gerade sagen. Also bei mir im Publikum sitzen die zweimal im Jahr auf Phuket fliegen. 55, der Rudi und der Urs, oder? Die werden bedient. Und jetzt am Schluss mit der SBB-Geschichte haben wir noch die Zughörenden, haben wir jetzt auch noch gekriegt. Das ist. Ja, das find ich ich finde die Zuggezogenen. Ich finde, es geht für alle etwas. Also, wenn wir bei Thailand rausgegangen sind wir haben über Ferien geredet. Ich das sagt Rudi von Thailand auch. Das war etwas. Ich kann mich nicht mal erinnern, was wir vor einer Stunde geredet haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon da sind. Ich weiß vor zwei Minuten. Aber ich werde häufig auf deinen Podcast angesprochen von Leuten, die das religiös mitverfolgen. Wirklich? Die auch schon irgendwie gesagt haben, du hast dort mal das und das erzählt. Das weiss ja kein Mensch mehr. Wüsstest du noch, was du vor drei Ausgaben verzapft hast? Nein, ich nicht. Das ist das Geilste. Das kommen zum Teil Leute zu mir und die machen wirklich so, einen Spruch, so einen Insider-Joke. So. Wie der Sauna. Ja. Und ich so. Was? Hä? Du hast ja gesagt, weißt du, Sauna, bla. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe. Und ich weiß eben, wie du sagst, ich könnte jetzt, wenn es würde heißen, mach ein Protokoll von, was mir die letzten zwei Stunden, ja, keine Ahnung, 35 labern. Ich weiß nur, dass der Anfang recht über Geschlechtsverkehr gehabt, einen Stock oben dran. Ich weiß nicht, ich bin gestorben ab diesen Feriengeschichten. Und die Leute werden auch immer gerankt. Wenn es so mehrere Gäste hat, dann so schreibt nachher jemand unten dran. Und ich habe am lustigsten gefunden. Ja, genau. Nein, das ist mehr so, wenn du so eine deutsche Fanbase hast, wo mit Hochglanzbildern Ehrenmann. Ehrenmann. Genau. Frank, aber nochmal. Sorry, ich wollte ein Kompliment zu dem Jäckli machen. Vielen Dank. Nein, ich habe ihm gesagt, also das haben wir eh schon. Aber ich wollte sagen, einer von der lustigsten, also von der Witz, wo ich wirklich kaputt gelacht habe, ist, wo du zum ersten Mal so ein regenbogenfischmäßiges Oberteil gehabt hast. Mhm. Und du hast gesagt, ich sehe aus wie ein Sek-Lehrer kurz vor einem Burnout. Wo übrigens. Der Tag ist noch gesehen, nein, stimmt nicht, ich habe den Gülschar in den Landschluss gestorben. Ja, irgendwie so. Der hat aber niemand verstanden, weil die Leute nicht wissen, wer Gülschar ist. Und ich möchte das an dieser Stelle auch zurücknehmen, weil wir nein, sind ja... Nein, mach's nicht! Wir sind ja beim gleichen Format mittlerweile.
Und, nein, aber der Joke ist einfach von Matteo. Der hat einmal bei einem Roast gesagt über mich. Ah, krass. Ja, genau. Ich habe ihn geklaut. Gestohlen. So. Ah. Wow. Somit lade ich das nächste Mal den Matteo ein. Ja, genau. Ja. Können wir... Oh Mann, das ist witzig. Der Matteo, wenn er Zeit hat. Ist momentan auf Kurzarbeit im Trampolinpark. Das braucht gar kein Gag mehr. Nein, das ist ja. Nein, nein, ich drücke auf dich, so lache ich zu früh. Das, und ist der Gag. Das ist der Titel von einem Solo: Kurzarbeit im Trampolinpark. Es kann ein siebenteiliger Film-Epos werden. Also. Oh, Jesus. Ja. Wo gibt es einen Trampolinpark? Irgendwo in Basel. Ja. Oh, hey, oh mein sag's, Gott. Sag's nicht so abwartet. Da gehst du eh nicht an, oder? Du gehst direkt im Angang auf dieser Hüpfburg. Goniland, oder? Ja. Oh, scheiße. Naturpark. Ja. Naturparktal. Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen, weißt du, Basketball spielen mit Trampolin. Ja, eh. Ach, cool, wir wollen immer noch unsere Comedy-Ball machen. Stimmt, stimmt, ja. Was ihr auch Lust habt, zu mitmachen. Was ja. ist das? Basketball mit Comedians. Ah, voll. Oh, haben das von Gary Shandling? So, nein. Das finde ich auch mega geil. Ja. Ich weiß nur, dass die Office-Szene sehr lustig ist. Ami oder Englisch? Ami. Ja, weil bei den Englischen spielen sie definitiv nicht Basketball. Ja, ich kann gar nicht denken, du bist schon weh und Basketball. Ja gut, die anderen sind auch nicht hurenfähig. Aber nein, aber das ist das Geile. Wirklich, die eine Folge, den sie einfach 10 Minuten ohne Zusammenhang, den sie einfach die peinliche Basketball-Szene zeigen von Steve Carell. Und dann sagt, I got it! Yeah. Dann wirft er einfach quasi. My bad. Voll als Brett rührt. Das und Parkour ist auch eine von meinen Lieblingsszenen. Ja. Parkour! Und er scheiß Moves macht und aufs Sofa kommt und sagt, es hat Parkour. Ich habe es einfach nie geschaut. Ich kann es auch nicht wissen. Ohne Scheiß. Aber Stromberg finde ich auch urgenial. Ist super, aber es ist ja im Grunde genommen abgeklatscht von der anderen. Ohne Scheiß, jetzt angefangen mit dem amerikanischen. Und? Irgendwann zweite Staffel, Ende zweite Staffel sind wir. Es ist einfach mega lustig. Es ist besser als Englisch oder einfach ja, anders? Es ist anders, weil. Beim Englischen war ihnen ja klar, gewesen, dass sie zweimal 6 Folgen machen. Mhm. Das ist ja nichts. Das ist ja eine halbe Staffel von Friends. Ja. Von denen hat es 10 Staffeln gegeben. Okay. Also weißt du, das ist ja eigentlich sehr, sehr kurzlebig. Und die erste Staffel ist auch nur 6 Folgen, also vom Amerikanischen. Und dort ist der Steve Carell noch so ein bisschen übergewichtig und super cringy. Also weißt du, das wirklich, es macht so weh, alles, was er macht, alles, was er sagt. Du kannst kaum zuschauen. Und dann haben sie wie gemerkt, gerade für den amerikanischen Markt, wenn das soll überleben, dann können wir nicht so lassen. Und irgendwie zweite Staffel ist ja schon zugänglicher. Er ist immer noch ein absoluter Vollidiot. Aber irgendwie, du merkst, er hat Herz, die Leute sind irgendwie auch irgendwie ihm wohlgesinnt, obwohl er mega dumme Scheiße immer wieder macht. Und durch das kriegt es so ein bisschen so ein Familie-Ding. Weil ich jetzt gehört, dass sehr viele Leute das als ihre Comfort-Show haben. Und dort bin ich noch nicht. Ja, ja, ja. Also dort brauche ich vielleicht noch 2-3 Staffeln, dass ich würde sagen, hey, wenn wirklich nichts mehr geht in meinem Leben, schaue ich auf ein bisschen The Office. Aber vielleicht ist es genau das. Ja. Was ist deine Comfort-Show? Friends. So, okay. 100%. Ja. Wie Modern Family, glaube ich. Das ist ja immer geil. Ja. Oder Family Guy. Ja, Family Guy. Einfach so super. Einfach schnell einschalten und du hast Aber schnell. Du merkst immer mit Friends und Family. Bei mir ist es Ricky und Morty. Ah, bei mir nicht. Ja, Ricky und Morty. Nur mal die erste Folge geschaut, weil das alles so gelobt haben und ich habe die erste Folge scheiße gefunden. Naja, aber gut, erste Folgen sind immer schwierig. Ja, 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 ist immer schwierig. Vielleicht hätte man irgendwo in der Mitte. Und dort musst du halt am liebsten einfach ein bisschen mitdenken. No, das ist aber genau das. Alle Rick and Morty Fans sagen, hey, du bist viel gescheiter als ihr. Ja, nein, du musst aber ein bisschen... Nein, das ist wirklich voll, Alter. Nein, du musst ein bisschen mitdenken. Weißt, du musst halt schon ein bisschen IQ haben über 1000. Nein, ist doch nicht lustig. Aber sagen alle so, ich check das nicht mit der Zeitreise. Ja, ich weiß schon. So. Aber mir geht es nur um die Gags eigentlich. Ja. Der Ricky finde ich einfach der geil. Mich regt es auf wie oft der Rülpst, Alter. Aber das ist vielleicht... aber Modern Family ist schon mega... Hey, ja. man, und Brooklyn Nine-Nine, das auch gesagt ist. Ich habe den Büsse geschlagen, 2-4-4. Yes, jetzt kann ich gehen. Okay. Aber... Boom! Oder lässt es dann gerade... Nein, das war Renato Kaiser noch nicht geschlagen. Was? Wie lange hat der gehabt? Was ist der Renato Kaiser? 2,57. Wie lange haben wir da noch für das? 5 Minuten. Ja, schlimmer. Ist auch einfach, wenn du über deepe Themen redest, Alter. Ja. Was? Über deepe Sachen, wie der Renato. Ja. Ich meine, du kannst viel reden. Grüße an Renato. Ja, weißt du, über so Intelligenzzeug. Gründigs.
Tiefgründige Sachen. Deep, ja. Ja. DP, ich habe verstanden, DP, Abkürzung. Ja, ja, ganz Double Penetration. Das klingt irgendwie super pervers und du hast einfach wow. Ja. Nein, haben das dann zusammengeschnitten oder einfach ganz aufgeladen? Ganz. Oh, geil. Und uns ist das schneiden? Nein. Wohl, so schneid doch da aus. Da ist viel Schrott dazwischen. Da ist voll wenig Schrott, finde ich. Findest du? Ja. Was? Also ich habe sehr gelacht, aber gut. Ja. Kommt ihr? Vierter Kaffee, ihr lacht über alles. Also ich habe den wahnsinnig gelacht. Aber gibt es so Serien, wo du jetzt nochmal schaust, weißt du, wo du früher geschaut hast, hast du es mega geil gefunden und jetzt schaust du und merkst, fuck, es ist schlecht gealtert. So viel. Ja. Einfach die, nein, nicht schlecht gealtert, aber so einfach die neuen Simpsons halt, aber das ist jetzt nicht mega Neues. Aber die alten Simpsons finde ich so, wow, das ist wie geil ist das, Alter? Die Stimme vom Homer ist doch gestorben auf Deutsch. Aber schon länger, oder? Ja, und ich habe mich immer gefragt, haben die jetzt eine neue Stimme oder jemanden, der einfach die alte nachmachen kann? Weil es gibt ja immer noch neue Folgen, auf ProSieben kommt ja neues Zeug. Aber ich finde es einfach voll nicht mehr, also das ist glaub, die dümmste Folge, die ich jemals gehört habe. Nein, weil damals, wo die Marge-Stimme gestorben ist, haben sie noch so ein Ding gehabt, Anke Engelke. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob der jetzt auch mit einem Promi ersetzt wurde, ist der Hummer. Hallo? Jetzt, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Egal. Nein, lass den Frank jetzt. Nein, sorry. Was soll das jetzt? Das ist so etwas Abschätzung, such dein Käppchen an. Ja, egal! Weißt du, mit wem du vorher geredet hast? Oh, fuck. Nein, was? Sie haben auf die Stimme ersetzt. Ja, aber mit wem? Tönt sie jetzt anders? Ja, stimmt das. Ja, in dem Fall. Das ist mir nicht bewusst. Nein, ich weiß es nicht. Ja, jetzt macht es eine Unterecke. Ja, jetzt hast du eine Unterecke. Ich bin ein Homer. Hey, ich kann niemanden nachmachen. Ich kann es nicht nachmachen. Kannst du ihn nachmachen? Nein, es geht nicht. Der Petko, ja, aber vielleicht wirklich tönt wie meine Verwandten. Nein, aber, ich weiß nicht. Joel, komm, mach mal den Unterecker nach, bitte. So auf Kommando, ja, dann lachen wir alle. Ist ja nicht, hat ja nicht irgendwie krasse Eigenschaften. Ist auch Zürich-Style. Der Fabian, Unterecker. Nein, jetzt tönst du wieder Gundelfinger. Nein, ist schon der Fabian. Nein, der Dani redet nochmal anders. Machen wir den Rob. Nein, der Fabian Unterecker. Das ist bitte der Rob. Der redet doch nur so. Nur einmal, bevor wir gehen, der Rob. Was, der Rob? Ja, bitte. Welches ist der, den wir das letzte Mal gehabt haben, den wir so lustig gefunden haben? Ein Zebra. Nein, das ist der Joke, den ich geschrieben habe. Also, ihr Leute in der Schweiz, ihr sagt immer Zebrastreifen. Zebrastreifen. Das ist keine fucking Zebra, das ist eine Tiger. Wir haben doch eine ganze Nummer geschrieben für den Rob im Haus 1. Was ist das denn, Boden? Keine Ahnung. Einmal habe ich es als Zugob gespielt, wo die sind gekommen und dann habe ich es wieder gespielt. Ist das der beste Joke gewesen, von dem ich geschrieben habe? Nein. So viel gehabt. Und weißt du, bist dann wie so in den Strudel geraten von Rob-Jokes. Das ist so lustig gewesen. Der Elefant. Wir haben irgendwie von dir haben wir es gehabt, wo für Hochzeit gehen. Ja, genau. Ja. Also nein, es ist so, die Hochzeit findet im Zoo statt. Ah, irgendwie so, genau. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, geil. Wie wäre es, wenn eine Hochzeit wirklich im Zoo wird stattfinden und das Tier irgendetwas damit zu tun hat. Ja, also, genau. Das ist so, bei der Hochzeitsrede haben sich die Hirnen totgelacht. Das ist aber schon mega geil. Und es war so traurig, sogar das Krokodil hatte Tränen in den Augen. Und dann so. Und dann ist es wieder geil. Der Elefant. Der Elefant hat so viel getrunken, er wollte einfach alles vergessen. Ja. Bei der Hochzeitsrede hat der Aal gezittert. Ja. Er war ganz emotional. Ja, okay. Ich finde gerade emotional. Merci, Charles. Und als das Brautpaar herausgekommen ist, haben die Affen mit Reis geworfen. Aber statt Reis war es Scheiß. Etwas für Karls muss noch hin, gell? Wir haben doch Kase. Ich habe zwei Kinder, 12 und 14. Sind zwar dumme Namen, aber meine Frau wollte es so. Meine Frau hat mich kürzlich gefragt, Rob, was machst du? Ich habe gesagt, nichts.
So, aber das hast du gestern schon gemacht. So, ich bin noch nicht fertig geworden. Den gibt es aber wirklich. Ja. Was? Der Joke? Ja, jeder andere auch mit Jokes den Kindern. Ah, wirklich? Ja, keine. Doch, Mann. Ah, okay, sorry. Doch, Alter, wo war das? Wo man, du hast mal etwas organisiert, keine Ahnung, in welchem Kanton das war, wo der Rob einfach nur Stand-up gemacht hat. Es war so eine Bühne, keine Ahnung mehr, aber auf jeden Fall, ich habe mich kaputt gelacht. Alter. Das ist ein Joke nach dem anderen, so hure kurz, hure geil. Jetzt Basel hat er mal, hat er mal 25 Minuten. Auf Englisch? Auch, und dann hat er am nächsten Tag noch auf Deutsch gespielt. Ah, okay. Wie hat das andere geheißen? Es war nicht zu Basel. Wo hast du ihn vor... Ja. LBB? Nein, LBB hat er nicht gespielt, nein. Noch das andere, weißt du? Old Capitol? Genau, dort habe ich das Gefühl, ist er der gewesen? Ja, im OC. Auf jeden Fall, er hat es so gerissen, Alter. Weißt du, wirklich nur Stand-up und... Ey, wirklich. One-liner. Ja, wirklich. Ja. Ey, das ist nicht mehr können. Schau dich an, wie ein Arsch einer Katze. Wie sagt er, dass alles Geld für eine arme Familie kommt und nachher ist es schlussendlich sein? Ja. Und bitte kommen Sie vorbei, das Geld wird gespendet an eine arme Familie, von der ich der Vater bin. Oh, so ein Shoutout an Rob, Alter. Und geil ist auch immer, er sagt immer wieder, ist grusig, aber ist gleich lustig. Ja, das ist super. Wir haben auch schon überlegt, ob wir das über den... Wir haben den Renato jetzt geschlagen. Nein, wir haben jetzt geschlagen, 52, jawohl. 51, ja. Haben wir? Nein, 57, Eben, das sollte jetzt gelogen. Mach mal noch den Lander. Den Lander kannst du auch gut. Ja, wie lange haben wir noch? Mach mal noch den Lander nach. Kann ich den Lander jemals noch? Ja, mal am Telefon. Du kannst du kannst jeden. Auch den Kiko habe ich nur klar. Ja, der Kiko ist ja geil, ja. Ja, beim Kiko ist einfach mein Lieblingsshow. Lieblingsshow. 1. August, mein Bruder. Aha. Mein Bruder und ich sind am 1. August in die Schweiz geflogen. Kommen da Feuerwerk. Ich so, die freut sich ja mega, dass wir da sind. Jetzt aber leicht wie der Baschi. Ja. Was? Fuck you. Nur der Baschi ist komplett anders. Nein, nur der letzte Satz. Kannst du Charles auch so geil anmachen? Nein, er macht so schlecht. So, aber das ist, was du bist, sagst du jetzt. Ja. Sicher sag ich was. Der Host hat mich mal lange angemacht. Er macht immer das, aber er mir macht so... Ja, das ist aber geil. Ich mich erinnern. Muss ich Cola? Ja, genau. Das ist das, was er macht. Ja, Alter, es trifft schon rein. Ja, halt ihn. Micro-impressions. Okay, fuck mir mal etwas, ich antworte das Charlie. Ey, Charles, was sind deine coolsten Ferien gewesen? Wie damn! Ist in Kroatien... Ich sag dir, L.A. Du spielst ein Nigger-Nickel! Das... So weit. Darf ich ja nicht sagen. Ja. Sind Jetskis in Kroatien schnell? Ich hab wieder Michael Jackson in den 80. Any are you okay? Oh Mann, ich find's viel. Das ist lustig. Fabio, ich weiß nicht, was ich von Fabio gemacht habe. Mal? Begrüßung ist doch immer. Hab mal die Fresse, ihr Hurenwichs. Was ist das? Könnt ihr einfach mal eine verfickte Fresse haben? Der geilste Joke von ihm ist doch im Longstreet irgendwie. Schmöckst Pfütz. Und es ist so primitiv, aber lustig. Sehr lustig. Sie wollen schmecken. Ja. Scheiß AC Milan Trainer Jackli. Wenn er das auch hat, ist für mich schon vorbei. Dann kann ich einfach nicht lachen. Oh nein. So, wir schaffen es eh nicht mehr. Schau, wir haben fast 3 Stunden. Ja, wie lange müssen wir noch machen? Hä? Wie lange? Ja, es ist gut. Langsam haben wir es. Es ist nicht der Rekord, aber los. Es ist okay. Gut. Vor allem, wir können jetzt so. Kommst du ja kurz nach das? Ja, ich bin nicht eingeladen. Aber danke. Hey, weißt du, der schlechteste Manager ever? Da ums Eck gibt es im Fall einen richtig geilen Koreaner, der Delivery macht und das Bier leitet noch gratis oben drauf. Hast du schon mal Koreanisch gegessen? Kimchi, kennst du? Bibimbap? Ja. Das hast du jetzt erfunden, Alter. Das ist richtig geil. Nein, ich kann dir empfehlen. Das sind alles nur Sexualpacken. Genau. Und Gassen. Nachdem wir Kimchi, Bibimbap und Bulgogi gemacht haben, bringt er noch das Essen.
und legt dann ein Bier oben drauf. Und rat mal, wo eine Flasche rauszieht. Hey, ich muss so. Gehen. Hey, danke vielmals. Hey, danke euch, mein Scheiß. Bis bald. Ja, merci, Mann. Peace. Coole Scheiße. Schau rein, Bro. Yeah! Bro.